also bei mir sind es auch zwei Patrol-Detachments und wie das aufgeteilt ist, weiß ich nicht, aber... Ja, auf jeden Fall in jedem also zwei Liter, zwei. Genau. Gut. Also, moin. Ich habe heute Lenny wieder hier. Hi, grüß Hi. Dich. Moin. Und du hast nochmal deinen Necrons mit. Heute 2000 Punkte, ne? Ja, genau. Ich habe dir 10 Lichtgard, das sind auch Lichtgard, wir gucken mal weg, ja. Geliehen. Und ja, du hast zwei Patrol-Attachments, ne? Genau. Und erzähl uns doch einfach mal summa summarum, was du im Ganzen dabei hast, wie ein Patrol funktioniert, wissen wir ja. Insofern, ja, ich nur so halb, aber ja. Verstehen. Also letzten Endes, ich habe drei HQ-Auswahlen, einen Overlord mit Veil of Darkness und so einer Void Size. Mhm. Und er hat den Charge Reroll noch als Warlord Trade. Mhm. Der Royal Warden ist nackig, der ist einfach nur dabei. Mhm. Und das andere ist ein Technomancer, der hat noch diesen Coverwurf. Ja. Für eine Unit. Habe ich zweimal 9 Scarabs, einmal 19, einmal 20 Warrior. Mhm. 5 Destroyer mit einmal der großen Klinge, ich glaube, mehr geht auch gar nicht. 10 Lichguard mit Schwert-Schild und den Nightbringer und einen wunderschönen Reanimator. Ja, saftig. Die Warrior haben die kurze Reichweite? Alle, immer. Dynastie ist Pre-Game-Move und Obsec. Exakt. Ja, habe ich mir gedacht. Da stehe ich drauf. Ja, du hast keinen Veil of Darkness dabei. Doch, habe ich. Ach. Auf ihn. Ach, auf dem Overlord, alles klar. Auf dem Overlord. Der Overlord hat einen Veil of Darkness und die... Genau. Ja, ich spiele heute Raven Guard, leider noch ungebased und mir fehlt der Redemptor Dreadnought und mir fehlt mein Warlord. Das sind sozusagen die drei Proxys, die ich heute haben muss, weil GW einfach massive Lieferschwierigkeiten hatten. Wir warten ja alle schon seit Dezember und ja Anfang Januar mittlerweile auf die Pakete. Ja, und das sind Vanguards heute mal. Ja, ich gehe mal durch meine Liste eben durch. Ich habe auch zwei Patrol Detachments. So, wie gesagt, das ist einmal mein Captain in Phobos Armor. Ich gehe jetzt erstmal durch die HQs. Der hat natürlich diese Bolt Rifle, mit dem er Charaktere snipen kann. Dann habe ich hier den Chapter Master. Da hatte ich gehofft, das neue Wright-Modell zu bekommen. Das ist tatsächlich auch mein Chapter Master. Der hat einen Jump Pack, der hat Lightning Claws, die hat der Relikt. Die Relikt Lightning Claws quasi geupgradet. Der hat die Waller Trade Master of Ambush. Dann hat er das Master of the Threefold Pass mit dem Imperium Schwert, dass er plus 1 auf Stärke und plus 1 Attacke bekommt. Und dann halt die Ebon Claws dabei, die verbesserten Klauen. Ja, Master of Ambush heißt, er kann sich pregame einmal mit einer befreundeten Einheit redeployen und überall aufs Feld, nicht nur in der eigenen Phase. Also auch 9 Zoll vor dein Gesicht und dann kann ich mich theoretisch noch bewegen. All das, nachdem ich weiß, wer anfängt. Ja, dann habe ich, gehe ich erstmal durch die anderen HQs, also wie gesagt, ist auch ein doppeltes Patrol Detachment. Da habe ich dann dabei einmal den Librarian in Phobos Armor, der ist tatsächlich da. Der kann Shrouding, Soul Sight und ist ein Chief Librarian, das hat plus 1 drauf bekommt. Und dann haben wir noch einen Lieutenant in Phobos Armor, das ist er hier. Der hat das Ex Tenebris, das ist auch ein Relikt. Und ja, in den Standards habe ich 2 Infiltrator Squads, 2x5. Ja, es verzeiht mir, die sind noch nicht voll bemalt, hier fehlt noch die Basefarbe und so weiter. Dann habe ich im Elite-Slot ein Hunter Dreadnought mit Twin Less Cannons und Missile Launcher und der hintere muss heute als Redemptor, der ist auch noch nicht daher, herhalten. Heavy Onslaught Gatling Cannon und ein Icarus-Pot oben drauf. Warte mal kurz, habe ich jetzt alles genau? Phobos Lieutenant, Phobos Captain, Chapter Master, Captain mit Jump Pack und Claws. Phobos Librarian, 5 Blade Guard, 2x5 Infiltrator, 1x6 Smelter Dudes, 2x davon Multimelter, 5 Vanguard Vets mit Schild und Claws, 2x3 Eliminator, 1x ein Contemptor mit Dual Less Cannon, 1x ein Redemptor mit der Gatling Cannon und dann nochmal Suppressor und der war zu viel. Genau. Und die Blade Guards, die 5, das war's. Nichts vergessen. Ja, ich glaube, wir haben zugemacht. Scorched Earth, nee, das andere. Seek and Destroy war es, glaube ich. Surround and Destroy müsste das sein. Habe ich lustigerweise gestern auch gespielt? Ja, genau. Auch. Genau, richtig. Also, ja. Also, wir haben hier natürlich Obscuring. Die Ecken sind auch Obscuring. Dann haben wir hier einen Krater, haben wir gesagt, ne? Mit Light Cover. In der Ecke, das ist einfach so, wie es ist. Ne? Line of Sight, wenn man dran vorbeigucken kann, kann man dran vorbeigucken. Und an der Seite haben wir noch
zwei Wähler jeweils. Das ist minus 1 zu Hit dadurch. Und wenn man drin steht oder durchlaufen will, besser gesagt, kriegt man minus 2 auf Charge und Movement, glaube ich. Das war's. Wir haben ja zwei Marker in der Aufstellungszone jeweils. Das ist die Mitte. Wir haben jetzt, was haben wir noch? Genau, zwei Marker mittig. Und ja, das war's, ne? Ja, dann können wir erstmal würfeln, wer Angreifer Verteidiger ist. Ich habe die 5. Da sind wieder die Lucky Die mit der Ente drin. Du hast auch die 5. Na, sowas. Wer glaubt denn sowas? Die 3. Ich habe die 4. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ja, wie gesagt, ich spiele meine Alpha Legion Ravengard heute zum ersten Mal. Deswegen werde ich bestimmt einige Fehler machen. Ich bin hier mit meinen Phobos-Einheiten hier reingegangen. Du hast dich da einfach Kette aufgestellt, ne? Hinten Das Destroyer, stimmt, ja. hier ein paar Infiltrator, potenziell in Charge Range für dich sogar. Sniper, mein Redemptor steht hier, mein Contemptor mit den Last Cars da, mein Eradicator schön in der Mitte. Da wollen wir einmal kurz die Secondaries durchgehen, die wir gewählt haben. Genau. Du hast genommen Engaged All Fronts. Ich habe Engage in Other Fronts genommen. Ich habe Razor Banner. Raise the Banner genommen und das Grind them letzte. down. Genau. Ne? Weil, ja, dass ich mehr töte als du, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Genau. weil ich sehr, sehr viele kleine einzelne Einheiten habe, sehr, Was sehr war das? viele Grind them down? Oder Charakter was war genommen. das? Das heißt Grind them down, ja. Ja. Zermürbt es. Also dieses, was mir jetzt. Genau, wenn du mehr tötest Nee, als ich ich. hatte das andere genommen mit den Charakteren. Wenn meine. Wenn diese Unit, Ah! er und die Lich Guard überleben. Das heißt, du Das hatte meinst, ich genommen. Das gibt mir nämlich 10 Punkte, wenn zwei davon überleben. Why we stand, we fight. Genau, das hatte ich genommen. Genau. Sorry. Das Ja, machte mehr ich Sinn. habe Assassinate genommen, einfach weil ich es fluffig cool finde. Gut, du hast nur 4 und Katan, einer davon ist ein Katan. Mal gucken, ob ich mir damit ins Bein schieße. Ergänzend dazu, Oath of the Moment, auch gegen deine Liste super mutig. Das heißt, ich muss in der Mitte bleiben. Und Engaged All Fronts ist auch sehr mutig gegen deine Liste. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, wer gleich anfängt. Und ja, wollen wir einmal, wir haben ja noch ganz, ganz viel Pre-Game-Shenanigans hier. Lass uns doch mal würfeln, wer anfängt. Wer Genau. anfangen muss Wer jetzt, ne? anfangen muss, Oh genau. Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich 3. nehme meinen Oh, Lich jetzt wird das. Guard. Ist wieder spannend hier, oder? Gleicher Würfel? Ja, ich nehme Okay. jetzt den gleichen. Oh! Ah, da fängst du wohl an. Dann fange ich wohl an. Oh, jetzt muss ich mal überlegen, was ich mache. Moment. Ich habe natürlich sehr riskant gestellt hier. Ne? Ich habe jetzt musste 3 CP ausgeben. Die sind hier runtergekommen. Ne? Die standen hier. Habe ich hier runterjumpen lassen. Das ist einmal der, ups, der Captain und der Lieutenant in Phobos Armor. Die sind da hochgegangen. Das heißt, du kannst sie nicht für einen Charge ansagen. Ne? Und sind so ein bisschen Safety. Ich habe tatsächlich einen Redeploy gemacht mit Shadow Master oder wie das heißt, oder Master of Ambush mit meinem Chapter Master mit den Claws und Jump Pack. Hab mich da in den Wald gesetzt, bin also minus 1 to Hit und erwarte halt die Score Pack Slot. Ich habe den Truppen auf 5 gesetzt, damit ich Transhuman machen kann. Die lasse ich jetzt stehen, weil ich bin schon bei 5 CP. Ich muss dafür jede Einheit, die ich bewege, 1 CP ausgeben pregame. Und ich hätte jetzt noch ein Stratagem, damit kann ich deine Stratagems teurer machen. Das spare ich mir da, das wird 2 CP kosten. Oh, und dann kommen wir mal zurück. Du hast jetzt noch einen Pregame-Move mit den Nikons, ne? Genau. Und dann kommen wir einfach mal zurück nach Pregame-Move und dann springen wir auch gleich in die. Ja, Pregame durch ist, Move ist durch, du kommst wie erwartet nach vorne, ne? Ich habe mich hier zurückgezogen für 3 CP, 3 Einheiten haben sich repositioniert insgesamt. Ist natürlich, wenn ich Turn 1 gehabt, wäre ich natürlich hier vorne reingedroppt und in die Mitte und wäre dann in deine Warrior gegangen mit meinen Blade Guards. Jetzt, da ich weiß, dass er anfängt, werde ich mich nicht in die Mitte teleportieren mit meinen Blade Guards, weil das war eine Aufopferung. Insofern war natürlich auch Oath of the Moment sehr, sehr greedy gewählt von mir. Aber gut, so ist es manchmal. Ne? Mal so ein bisschen All-In gegangen. Mal gucken, ob ich das noch rumreißen kann gleich. Interessant wird es auf jeden Fall so. Du hast jetzt noch eine Bewegungsphase, ne? Genau. Kommandophase. Das erstmal alles an und dann kommen wir zurück nach der Bewegung Necrons. Ja, du hast das Protokoll mit plus 1 Movement, ne? Wie hieß das nochmal? Sudden Storm ist das. Ja, Genau. genau. Und dann. Gut. Jawohl. Ja, dann. Go, Achso, du go. musst noch move, ne? Ich muss Das jetzt kann. move, Alles klar. genau. Er gibt den plus 1 Ja. Hit. Und kann ich das auf alle geben? Oder ist das nur Core Units, das No plus 1 Core. auf. Ja, hier werden 4 Flaggen gehisst, ne? Ja, genau. Sehr gut. Ich hole mir 4 Flaggen und hier würde ich gerne noch einen Charge machen. Du schießt mir nichts. Achso, stimmt, das kommt zuerst, ne? Wobei, du kannst, glaube ich, von Und da unten. Titanfähigkeit kommt auch zuerst. Titanfähigkeit musst du erstmal machen, bevor du Ja, überhaupt irgendwas machst. genau. Ja, du Das bist hier kommt jetzt. hochgeflogen, ne? Genau, bin da hochgeflogen Dann mach mal und Cosmic Fire. genau, auf die Unit, es kommt. Auf D3 Model Wounds. Genau.
Ja, dann sollte einer weg sein. Nee, kostet einen, außer das Modell ist titanisch. Ja, nö, ist es nicht. Dann mache ich das Eine mal. zufällige Kraft, ne? Zufällige Für Kraft. 1 CP. 1 CP. Welche kriege ich? In 4. Seismic Assault, select one enemy unit within 18 inches, invisible, das sind 18 Zoll ist. Ja, wahrscheinlich die hier noch, die Eradicator. Wenn die in 18 Zoll sind, okay, sind Ja, sind sie. 18 Zoll. Dann machen wir es auf die Eradicator. Ja. Wie viele sind das? 6 Stück. 6 Stück. Warum ist da der Outfit? Also auf 5 plus. Nee, auf 6. Aber ist 5 plus nur, wenn du 1. im Tesseract Vault sitzt. Ah, okay. Auf 6 plus dann. Eine Mortal Wound. Genau. Potenziell 2 Mortal Wounds Nix. oder gar keine. Oder gar keine. Hat sich ja super gelohnt. Ja. Beschuss. Wir würden es versuchen. Ich weiß nur nicht, ob ich Ja. so weit. Jo, passt das? Mit wahrscheinlich der ersten Reihe, ne? Ne, es können deutlich mehr tatsächlich. Also hier können es. Okay. Hier können es noch. Ja, also können 16 Stück schießen. 16 können schießen. 32 Schuss, dann zünde ich ein CP, Smoke Screen. Dann bin ich minus 1 zu Hit und Transhuman Physiology, dass du mich nur auf die 4 wundest. Weil das jetzt Stärke 5 Waffen. Für 1 CP das Nein, beides. beides. Krasser Schild. Ja. Okay. Auf 4 jetzt nur noch. Sonst auf die 3. Minus 1 zu Hit. Verwundest mich auf die 4 und ich Ich krieg. treffe dich jetzt dann auf 3 nur noch. Ja. Und Weil dann mal würde wohl ich auf wieder. 2x16. Ja, genau, auf die 3. Ja, auf die 3. Minus 1 wegen Smokescreen. Da Genau. sind noch 3, genau. 3, das Ja. sind 4 nicht. Schon mal gut. Okay, gut Zweite, gewürfelt. ja. Ja, das ist der zweite, ne? Das ist der zweite Also. Wurf, genau. Also 4 nicht bisher. Treffer. Ja. Machen wir 2x10. Das sind dann 2x10 auf die 4. 2x10 auf die 4, genau. 5 5. und dann noch einmal 3. Das geht sogar, ne? Könnten so 8 stehen Schild. bleiben. Ich habe plus 2 auf Armor Save, du hast minus 2, ne? Mhm. Auf die 3. Ja, eine Wunde. Ja. Solide. Hat sich nicht so gelohnt. Ja, ist doch Das, gut. da schade ich. Ja, ich gebe keinen Abwehrfeuer, aber Wunder. Wer hätte es gedacht? Ich komme ran. Genau, du willst natürlich im Wald bleiben wegen minus 1 zu Hit, das ist auch smart so. Und ja, welche Charges noch? Willst du mit dem Nightbringer? Ich kann halt Overwatch geben und danach Ich würde zurückfallen, sagen, ne? es bringt mir nichts. Auf Ja. der anderen Seite, es kostet dich wieder CP. Und je weniger du hast, desto Ja, besser. aber dich potenziell auch Wunden im Katan. Genau. Insofern bleibst du da? Ja. Okay. Bleibt da decken. Dann sind wir da am Nagel. Ja, dann hauen wir 863 Attacken raus. Genau. 9x4, Ja, 36. genau. Also ich mache Das sind jetzt 16. hier die Scarabs auf meine Infiltrator. So. Auf die 5, glaube ich, ne? Eine Auto-Wound. Ne, auf die 4. Echt? Ich bin sicher, ja. Eine Auto-Wound? Eine Auto-Wound und. Ja, die stelle ich mal direkt weg, ne? Ja. Ja, geht schon mal durch. Klar. Dreimal nicht getroffen. Ja, viermal nicht getroffen. Ja, stark. Gut gewürfelt. Also. Dann würfel ich auch mal durch direkt mit Wunden. Genau. Kommen wir Ah, okay, machen sonst. wir es so, genau. Also kommen wir mega durcheinander, glaube ich. Auf die 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist nicht schlecht. Zusätzliche. Ja, da ist einer tot. Schon mal nice. Den Dann machen wir check. noch das gleiche. Jupp. Dann kommen noch 4 hinterher. So, Auto-Wound, 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 Auto-Wounds. 5 Auto-Wounds. Stark. Hier habe ich 5-mal nicht getroffen, dann nehme ich nochmal 4 und würfel die nach. So, nochmal 2 Treffer mehr. Ach, okay, dann war es das schon. Dann waren das Ja, alle, okay. genau. Ja. Und auf 5, 2 nochmal mehr, also 7 Wunden. Jo, auf die 3. Oh, hier nochmal einer. Tschüss. Ja, sogar noch einer. Ja, krass. Stimmt, ja, ich schlag mal zurück. Ich habe natürlich 3 Attacken mit dem Chef, 2 Attacken für die beiden, die noch stehen. Nein, für den, der noch steht, und ich wurde gecharged. War klar. Ja.
Dreimal? Ja. Alles klar. Wo sind meine Rundenmarker? Ja, ich habe hart gegambelt, wurde hart bestraft. Die haben sich zurückgezogen. Ja, die sind geblieben, wo sie sind, tatsächlich. Ist egal, ich lasse die mal da stehen. Die wollen voll auf den Charakter schießen. Da hast du auch eben nicht alle kaputt gekriegt. Dann probiere ich das hier auch. Ja, hier habe ich mich komplett zurückgezogen. Den Dreadnought ein bisschen nach vorne. Hier noch Line of Sight gehalten. Ein bisschen noch so, damit du hier wirklich rum musst, um auf ihn schießen zu wollen. Die sind ein bisschen nach vorne gegangen, um die Charakter zu screenen. Chapter Master haben meine Blade Guards bekommen. Die sind da nach vorne mit minus 2 Movement. Die hier sind Advanced, musste ich rerollen mit einer 5. Jump Pack, Vanguard Veterans, mein Jump Pack Captain ist daneben gesprungen. Und dann kommt jetzt die Psi-Phase, ne? Mhm. Genau, die sind 6 nach unten gegangen, die werden geopfert für Oath of the Moment, sterben danach gleich, ist auch in Ordnung so. Vielleicht blockiere ich dich sogar noch ein bisschen im Movement oder werde Beschuss auf sich ziehen, wie dem auch sei. Dann werde ich jetzt tatsächlich zeigen. Denke mal, ja, okay. Also, ist ja also, gerade ist immer besser. Erstmal mache ich, dass sie hier alle Hits rerollen auf die 6. Nope. Das reicht nicht. Dann smite ich. Jo, geht durch für D3. Ja, für 2 Mortal Wounds auf deine Warrior. Auf die hier? Ja, nimmst du 2 weg. Das sind Mortal Wounds, da kann ich nichts gegen tun. Genau. Jo, das war meine erbärmliche Smite-Phase. Psi-Phase, das ist traurig. Dann, kommt jetzt der Beschuss. Oh. Das war mein Gedanke. Ich schieße jetzt erstmal mit den Mortis Rounds von den 3 Jungs auf deinen Overlord. Mhm. Lich Guard. Ich bin im 3-2 von der Lich Guard. Das heißt? While a friendly Dynasty Infantry Noble or Dynasty Agent unit is within 3 inches of this unit, the enemy model cannot target that unit with range attacks or with range weapons. Oh, stark. Dann schieße ich auf deinen Royal Ward, weil das müssten mehr als 3-2 sein. Oder? Ich fürchte da. Nein, auch 3-2. Schade. Dann schieße ich auf den Katan. Das geht. 2-mal habe ich getroffen oder soll ich nochmal würfeln? Nein, also. Verwundere dich auf die 5. Das ist in der 2. Doktrin. Nee, dann macht das nichts. Vergiss es. Okay. Das steht jetzt in einer anderen Doktrin. Dann schießen meine Suppressor auf den großen Warrior Blob da in der Mitte, den rechten. Welche? Das sind die hier. Ach, okay, ja. Hier, extra. So, dann ziehe ich dir jetzt 2 CP damit. Genau. Und dafür haben die jetzt das Heim. Mhm. Rerollen die Einsen wegen dem Captain. Treffen nur auf die 3. So. Stärke 7. Auf die 3 reroll die Einsen wegen dem Lieutenant. Brauche ich auch. Welches? Die beiden Charakter, die habe ich hier hingeparkt. 6 Zahl. Ja, okay. Okay. Das ist noch eine 1. Oder habe ich die schon rerollt? Ich glaube nicht. Ich weiß es noch nicht. Nee, macht nichts. Also 3-mal. Dreimal. Minus 2. Minus 2, also 6er. Ja. Das ist nichts. Ja, dann guck mal. Inha 3. Das kann ich jetzt ja auch hier wegnehmen. Genau. Das ist ja egal. Hast du auch Reanimation, ne? Ja, ich habe noch Reanimation, aber ich muss ja gucken, wo. Einer, ja. Dann darfst du einen wieder hinstellen. Einen wieder hinstellen. Macht das irgendeinen Unterschied? Ja, ist wahrscheinlich besser, ihn dahin zu stellen. Ja, weil ich dich sonst vom Objective kloppen würde, ne? Ja, ich kann ja trotzdem noch hier hinten entfernen, aber ja. Ich hab dann mehr Leute, um ranzukommen. Genau. Ja, genau. Ja, was soll's. Dann schießen meine Melter in deinen Katan rein und ziehen die 3 Wunden raus, oder? Warte mal, macht das Sinn? Ne, erstmal die Laskars. Die Last Cannons gehen eigentlich komplett in den Dicken rein, genau. Und der Launcher geht in den Scarab-Tub rein, in den 2. Die Last Cannons da oben hin, auf die 3. Verwundet dich auf die 3 wegen Stärke 9. Ja, minus 4, ne, minus 3, glaube ich. Durch. Dann D6 Schaden, der erste für 4. Einer tot. Mhm. Und der nächste für 3. Auch tot. Ja. Dann. Mach mal die Animation. Ja. Nö. Vielleicht nicht. 2 tot. Dann 2D6 mit Blast. Oh, warte mal, 2D6 mit Blast. Dann nehme ich, glaube ich, doch, wenn das. Darf ich das noch irritieren? Ja. Weil ich wusste nicht, dass es Blast ist, dann würde ich tatsächlich den
linken Warrior Block nehmen. Ja. Aber warte, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich LOS brauche, weil sonst könnte ich nur den rechten anschießen. Ne, dafür brauche ich tatsächlich Sichtlinie und dann habe ich volle Schusszahl. Aber das ist nur Stärke Auf 4. welchen schießt du jetzt? Auf Auf den den? rechten Block, genau. Weil Ja, den den Block, anderen sehe ja. ich nicht. Ja. Den sehe ich leider nicht. Das war ein bisschen doof gestellt von mir. Da Blast und du über 10 Modelle hast, habe ich volle Schusszahl auf die 3. Verwunde dich aber nur auf die 4, weil du Toughness 4 hast und ich habe Stärke 4. Und da sind 4 Einsen dabei. 4 Stück ohne alles. 4 mal die 4. Das ist ein bisschen traurig. 2, dann würden 2 gehen, Ja. wie im Menschenprotokoll. Hier geht noch einer. Ja. Ja, ich schieße jetzt mit denen auf deinen Reanimator. Genau. So, wenn der weg ist, das hätte ich ja vorher machen sollen, bevor ich mit dem Rest auf deine Warrior schieße. Ja, das stimmt. Gut, aber so habe ich dir 2 CP gezogen, wenn er jetzt sterben sollte. Ja, wenn er jetzt Und sie stirbt, sind ja. im Nahkampf nicht da, genau. Ja, ich schieße mit den beiden Multimeltern und einem weiteren Melter in die Dings rein. Erstmal die beiden Multimelter also in den Dings und der Rest geht in den Katan. So, da reroll ich die. 2. Ja, das wird auf jeden Fall gehen. Und dann, das reicht glaube ich nicht. Davon würde ich einen rerollen. Ja, einer. Oh, Toughness 5. Das ist Aber egal. ist auch Einer. kein Unterschied, ne? Ja, damit habe ich nur Ein, noch 3 CP tatsächlich, ja. eine Runde. Ja, mit minus 4. Der Wuster, also Nö. es ist einfach durch. D6 Schaden für 5. 5, dann lebt er. Ja, dann kommt noch der eine Schuss von dem anderen von dem normalen Melter hinterher, der trifft und verwundet. Und der hat, glaube ich, minus 3 nur, da dürftest du dann 6er. Ne, der hat auch minus 4. Dann hast du nochmal D6 für 3. Ja, explodiert er oder sowas? Ja, natürlich. Okay. Ich habe nur noch 3 Tut er aber CP, nicht. tut er nicht. Dann schießen wir jetzt mal eine 3 verbleibenden Melter auf den Kretan. Das waren die hier, 2 Multimelter mit jeweils 2 Schuss, ein normaler Melter mit einem Schuss und die anderen 3 schießen jetzt mit dem. Die 2 trifft nicht und auf die 3 verwunde ich dich, das ist eine. Dann darfst du einen 4er Invul machen. Nee. Das hoch, hoch. Das war er hier. Du stehst ja Ja, mittendrin, da okay. sehe ich dich. Genau. Ja. D6 Schaden für 3. Ja, dann. Das sind genau die 3, die ich dir maximal zielen Ja, machen kann. kannst. Wie gesagt, Die beiden können noch schießen. tut mir sehr leid. Ja, alles gut. Die schießen auf die Lichtguard. Mit 2 Schuss auf die 3, genau. Die haben Wer Toughness 5. schießt auf die Lichter? Die sich. Ah, Die da du bist da, unten. ja. Toughness 5, ne? Ja, Auf die okay. 4, ja. Das war die Mortis-Round übrigens wieder. Ach, das ist ein Mino. Mortal Wound? Nee, Mortis Wound. Ah, hatte ich gerade eine 6 gewürfelt beim Ja, Verwunden? Dann genau. hast du eine Mortal Wound auf jeden Fall. Deswegen frage Und dazu kommt aber noch, kommen tatsächlich noch minus 2, musst du jetzt erstmal saven, das heißt, du hast einen 4er, ne? ich. Ich bin bei 1 plus, Ah ja, genau, also 1 nicht 2 wegen nicht, dann deinem bin ich bei 3 Kryptek, plus, genau, ne? 3 Ja, bin ich plus. weg. Ja, macht er, solide. Ja, dann waren das die. Dann schießt tatsächlich meine Hakus schießen, glaube ich, einfach nochmal. Da lege ich mal die Wunde hin. Schießt erstmal der Captain in Phobos Armor mit 30 Zoll auf die Scarabs, trifft auf die 2, minus 1 ist 3. Das reicht nicht. Und dann habe ich noch einen Lieutenant, der kann das gleiche. Hat 3 Schuss, genau. Genau. Auf die 3, ja, einer. Und das Armor Piercing und sonst was, Ja, ne? minus. Minus 2, 2 flat. Ja, ich lege mal. Nö. Sehr gut. Jo. Ja, der Redemptor Dreadnought hier schießt, ich glaube, einfach mal alles in die Scarabs rein. Also ich muss leider Gottes tatsächlich alles in die Scarabs reinpacken. Dann fange ich jetzt mal tatsächlich an. Der hat eine ganze Menge, das ist ein Redemptor Dreadnought, ne? Ist erstmal der Assault D6 mit Blast. Mindestens 3 Schuss, aber ich habe D6 für 5, den nehme ich. Der trifft tatsächlich auf die 3, soweit ich weiß. Genau. Reroll die Einsen to hit. Er trifft nur noch auf die 4, weil du im Wald bist, ne? Ja. Das sind alle. Stärke 4 gegen Widerstand 3. 3. Ja, zweimal ohne alles. Ja, ohne alles. Ach so, So, ohne alles hast du 6er. Sechser, ja. Ein. Mach da eine. Eine Wunde kriegst du. Heavy 12. Die Einsen reroll ich wegen dem Captain daneben. Mache ich auch. Das ist echt erbärmlich.
Das minus 1 zu Hit ist richtig gut, ne? Auf die 2 aber. Ja, alle. Stärke 6 auf Widerstand 3. Minus 1 Rend. Minus 1 Rend? Ja. Dann geht's hier durch. Ja, dann gehen 4 durch. Gehen 4 durch, dann stirbt einer. Und die sind immer ein Schaden. D3 Schuss für Icarus Pot für 3. Auf die 4 treffe ich dich wegen Wald. Auf die 2 verwunde ich dich. Die 1 roll ich wegen dem Lieutenant. Alle. Das ist wieder mit Rend minus 1. Ja. Also und 2 Flat. Durch. Heavy Onslaught Gatling Cannon, Heavy 8. Auf die 4 wegen dem Wald. Reroll die 1, das war eine 2, muss ich wegnehmen. Auf die 3 wegen Stärke 6. 1 reroll ich hier wegen dem Lieutenant. Ja. Viermal mit. Minus 1, ich muss das also sagen. Wieder durchgehend. Ja, minus 1, jeweils ein Schaden. Jeweils ein Schaden, das heißt, einer geht nochmal. Ja, genau. Und dann kann man Librarian noch schießen. Nee, jetzt muss ich erstmal re. Ah ja, genau, jetzt muss ich wieder nehmen. Da sollte eine stehen bleiben eigentlich. Gott, das ist jetzt. 5 plus ist das, ne? Ja, eine bleibt stehen, ja. Einer kommt wieder. Ja, wie zu erwarten. Das reicht nicht. Ach, die kann noch schießen. Die Jungs. Ja. Die schießen, glaube ich, einfach mal deine Warrior. Ich habe bewegt, also, auf die 3, die haben den Chapter Master bekommen, brauchen sie gar nicht. Auf die 4 mit minus 1 Rand auf deine Warrior. Wie viele? 4 Stück. 4 Stück. 4 also mal die 5. Ja. Kann er! Einer geht, an einmal Reanimation. Einmal Reanimation. Ja. Darf ich wiederholen? Ja, wegen der 1? Nee, nee. Geht einer. Okay. Ja. Gut. Ja, dann Charges, ne? Ja. Ich charge mit den beiden nicht, weil ich möchte einmal auf das Moment wenigstens einmal in diesem Game scoren. Und dann charge ich mit den Typen da rein. Das können die, weil ich ein CP ausgegeben habe. Ja, muss ich das würfeln? Ja, am besten schon. Wobei, ich würfel. Hast du den nicht ausgegeben, oder? Oder musstest du den jetzt schon ausgeben? Habe ich das noch ausgegeben? Dann muss ich es mir noch abziehen, ja. Genau. Dann charge erstmal meinen Chapter Master in die rein. Das macht er mit 9 Zoll locker. So, okay, alles klar. Dann chargen die hier noch da rein. Mal gucken, ob das was macht. Ja, das mache ich. Solide. So, ja, mein Chapter Master schlägt mal zuerst zu. Der hat 4 Attacken von Haus. Dann kriegt er 5, weil er Marine ist und gecharged hat. Dann kriege ich durch meine Claw 2 Additional Attacks. So, und dann habe ich noch eine Warlord Trade. Die zweite, der hat nämlich 2 Warlord Imperiums Schwert. Das heißt, plus eine Stärke und plus eine Attacke. Nochmal eine Attacke dazu. 8 Attacken. Das ist immer krass, wenn ich das so sehe, weil alle ja, mein Typen kommen mit 4 Attacken dahin. Ja, ich hätte jetzt eigentlich, wenn ich smart wäre, Chapter Master auf ihn selber gegeben. Das habe ich total vergessen. Aber okay, vergessen ist vergessen. Das ist ja da auch genutzt. Ja, habe ich gar nicht gebraucht. Nein, aber es war total dumm, weil ich wusste ja, dass ich mit ihm nachkämpfen will. Treff auf die 2. Natürlich ist das der 1 bei, die ich sonst rerollen könnte. Auf die 6 passiert bei dem, glaube ich, gar nichts. Taften Stärke 5. Auf die 4. Ne, auf die 3 verwunde ich dich. Ja. Wiederhole alles, was ich Claws habe. Das muss ich auch. Das ist richtig erbärmlich. Viel Spaß dabei. So. Ja, das sind alle. Dann sind es halt auch alle und dann ist es auch wieder egal. 7 Stück. 7 Stück, mit was für einem Rent? Tja, ich glaube, der hat minus 3. Also habe ich nur noch Reanimate. Ja. Minus 7 Runden? Ja. Da muss ich ja schon mal Leute entfernen hier. Ja. Um mir das gleich anzugucken. Genau, das war jetzt wie gesagt Chapter Master, Imperium Sword. Der hat die Ebony Claws von den Raven. Nee, was spiele ich? Spielen wir Chapter, was ist das? Ravenguard? Ravenguard, genau. Hätte ich da jetzt die wegnehmen können, um dich aus dem Nacken rauszukriegen? Darum habe ich sie so gestellt, dass es nicht kann. Also du kannst die wegnehmen, aber ich kann immer noch Pile-In machen mit denen. Okay, also, zumal der hier dasteht. Also du kannst es machen, es wird aber nicht reichen, um den anderen Trupp. Darum habe ich auch mit ihm zuerst gekämpft, weil sonst, er ist ja nicht nah genug rangekommen. Wenn sie zuschlagen, dann kann ich die wegnehmen. Und dann kann er nicht mehr, genau. Aber insofern, ich habe sie so gestellt, dass ich ja, noch... Alles gut. Ich wollte ja nur wissen, weil... Genau, ne, ist legitim. Ich will ja lernen, ne? So, 2, 3 Stück geschafft, 2 Einsen, die ich wiederholen darf. Ja. Ja, bleibt dabei. 4 tot, das heißt, 3 kommen wieder. Wo stellen wir uns hin? Stellen wir uns wieder hier so rein. Ja, dann schlage ich tatsächlich mit meinen Vanguard Veterans zu.
Die haben jeder zwei Attacken. Die haben eine Klaue. Dafür gibt es tatsächlich eine Additional Attack. Das heißt, jeder hat drei Attacken. So, 4x3, einmal 4 für den Captain. Und dann, weil sie gecharged sind und Space Marines sind. Geben wir jetzt noch einen mehr, weil. Warum auch nicht? Because of reasons, genau. So. Ich mache das mal in zwei Schieben. Treffen auf die 3, wiederholen die 1 wegen Captain Aura. Ups. So. Die 1 wiederhole ich. Jo. Dann habe ich hier noch einen Schwung. Die 1 wiederhole ich. Jo. Boah. Ja. Solide. Und verwunde dich auf die Stärke 4 gegen Widerstand 4. Auf die 4. Auf die 4. Darf da alles wiederholen, weil es Claws sind. Jo. Den darf ich auch noch. So, den habe ich noch nicht. So, und die darf ich auch wiederholen, weil es Claws sind. Ja. Dann sind die auch wieder Armor 14 3? Nein. Das ist tatsächlich noch ein. Die haben Armor Piercing minus 2. Also habe ich einen 6er Safe. Ja, minus 2 tatsächlich. Das ist aber ein 6er Safe. Minus 6er Safe, ja toll. Also, dann mach den nochmal hier. Noch 1, aber dann mal. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 7. 17. 17 Stück. Das ist ja nichts. 7 Sechsen bitte. Könnte aber drin sein. 7 Sechsen hat man schon gesehen. Nee, das wird nicht kommen. 1, 2, 3, 4, 5. Reicht nicht. Und nee, ich habe erst 16 gewürfelt. Und es waren 17, ne? Ja, ja, dann reicht's nicht. Dann reicht's nicht, dann ist der Trupp tot. Alter. Ja. Der Damage. Der Damage. Damit kriege ich das Objective leider nicht. So wie es ausschaut. Genau. Das waren Vanguard Vets und mein Chapter Master. Die haben da mal ordentlich zugerömert. Ja, hier darf ich aufschlagen. Captain hat 3. Der andere hat 2. Weil gecharged. Alle? Kommen zwei Dudes an den Schlag, wir sind eine halbe Einheit kaputt. So. Auf die. Das ist Toughness 3. Ja, das sind. Ich muss mal gucken, ob die Rent haben. Die haben keine. Drei Wunden. Ja, dann ist nochmal eine Platte kaputt. Dann ist nochmal ein Ding weg. Gucken, ob du die wiederbeleben kannst. Das ist aber gut. Der hat eine Wunde. So, ja, dann darfst du zurückkämpfen. Du darfst die wiederbeleben. Also, nö. Nö. Knapp, ja. Und ja. Du darfst jetzt 3 Zoll quasi Peil in. Also der darf. Genau. Das heißt, mit dem kann ich noch da gehen. Ja, richtig, sehr gut. Ja? Sehr gut gemacht, ja. Kann ich hier. Kannst du ein bisschen weiter noch runter, ja. Würde ich sagen, mit 3 Zoll. Und dann kriegst du dann nämlich noch eine zwischen. Na, das jetzt ist, glaube ich, eng. Achso, ja, so ist, es ist ein halber gehen. Zoll. 0,5 müsste das sein. Nee, also zu dem. Ja, das reicht, dass 4 zuschlagen können auf jeden Fall, ne? Ja. Genau, 4 können zuschlagen. Ja, dann. So, ich habe jetzt gepile in. Jetzt kannst du deinen Stratagem zünden. Kann ich meinen Stratagem zünden. Genau, dann musst du würfeln. Dann müsste ich würfeln. Und auf die 3 plus gibt es D3 Mortal Wounds. Das ist auf die 3 plus? Ja. Sicher? Ja, oder auf die 2. Oder auf die 2. Und wenn du eine 6 würfelst, sind es 3 flat. Auf 2 plus, ja. D3. Dann würfeln wir. Exploding Spiders. Ja, die Frage ist, will ich das machen? Ja, kostet dich ein CP, kannst nur eins würfeln und dann fehlt dir noch eine bei den Attacken. Und du nee, es geht ja der. Ja, stimmt, es geht ja der. Insofern, und ich würde die gerne töten und damit habe ich eine realistische ja, Chance, sehr gut. Also mache ich das. Ja, dann weg damit. Ein CP weg. Möchte ich nur eins haben, bitte. Und? Nein, drei Madelungen. Drei Madelungen. Dann nehme ich dir aber tatsächlich jetzt den weg, dann können 3 Bases noch zuschlagen. Okay, dann schlage ich mit 3 Bases zu. Mhm. So. Der ist weg, ne? Dann. Ja, der ist weg, genau. 1, 6. 2 Sechsen. 2 Sechsen. Und 1, 2, 3, 4. Oh, doch. Ansehen. Doch, stark gewürfelt auch, ja. Ja. Kannst dich nicht beklagen. Nö, auf keinen Fall. 5 Hunden insgesamt. Könnte reichen. Aber reicht nicht. Reicht nicht, schade. Eine hat er gezogen, aber mir auch nicht. Dann könntest du so reinpeilen. Ne? Jetzt kannst du rein konsolidieren, genau, ja, aber auch immer zum nächsten wieder. Also gleiches ja, Prinzip. So und. So. Genau. Ja, gut, dann war das meine Phase, ne? Mhm. Ich score außer vom Moment. Woo!
Drei Objectives? Nee, das, Ah, nee, das kommt erst in scroll ich meiner Runde, erst ne? in meiner Kommandofeuerung. Aber ich habe 1, 2, 3. Na, lass uns erstmal meine Runde zu Ende machen. Ich habe Engaged All Front. Einmal da. Mit Ja, dem ach so, das Blade hätte ich dann Guard-Trupp. ja auch kriegen müssen. Letzte Runde schon. Ich glaube, letzte Runde. Da standest du Ich stand nicht. hier drin mit dem. Aber nicht mit dem ganzen Trupp über Doch, die der ganze Hälfte. Trupp stand hier über die Hälfte. Ich Echt? habe alle Okay. hier reingestellt. Du standst ja hier in der Kante. Ja, Und ich also. habe extra alle über diese Linie Okay, gestellt. dann kriegst du auf jeden Fall. Ja, also ich habe, Fein. das war jetzt natürlich, wir haben, du hast jetzt dreimal den Banner gemacht, ne? Drei Genau. Punkte, du hast eben Engaged All Fronts gemacht. Das Genau. heißt fünf bei Secondaries. Ich habe Oaths of the Moment, ich habe mich leider zurückgezogen, dafür halte ich die Mitte. Wow! Tatsächlich ein Monster getötet. Schrägstrich Fahrzeug. Genau, hier Das heißt, Monster. ja, ich, Aber ja, ist ja. die gleiche Bedingung. Genau. Das heißt, ich krieg drei für Oaths of the Moment, habe auch Engaged All Fronts gemacht, da oben mit den Blade Guards. Und das war gar nicht so eine schlechte Phase. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den 20er Blood Warrior wegkriege. Das war der 19er, aber Ah. trotzdem hast du es trivial geschafft. Ja, tatsächlich. Gut, dann kommen wir zurück nach der Bewegung Necrons. Genau, die heilen vereinen. Hungry Void ist aktiv, Nahkampf 6, minus 1 Strength. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, meine Vanguard-Werts gehen wahrscheinlich gleich. Die werden jetzt umgeholzt von Stärke 5. Aber die haben ihr Storm Shield und das wird hoffentlich reichlich wegsaven. Hoffentlich nicht. Aber erstmal R, Ja. Psychic Powers und so. Ja, du machst wieder den gleichen Mist, ne? Die, genau, ja, Ja. ich habe Cosmic Fire halt, also. Er hat auch den Gaze of Fate, ne? Ach so. Ja, aber Aber das Cosmic andere Fire macht Ding, ja alles Cosmic in. Fire macht alles Ja, in 9 genau, Zoll. richtig. Da rein. Ja. Jupp. Das sind die drei Mortals. Ja. Eine. Ja, kann ich mitleben. Warte. Ah, das war Nee, das ist dein letztes auch Egal, nur ne? D3, genau. Ja. Nochmal W3. Eine. Wo? Bei Und dem wen? Kleinen hier, bei den Jungs. Ja, dann. Eine. Jo. Dann Gold Der Dreadnought. Dreadnought. Nö. Nö. Dann die der. Psyker. Genau. Ja. Und zwar zwei. Jo. Dann die Eradicator. Sind die noch drin? Ja, Ja, okay. also die letzten Bibern sind Ja, auch noch okay. drin. Drei. Stark, einer weg. Dann nehme ich einen normalen weg. So. Muss ja gleich mal am Rufenfeld einfach gucken. Ich stehe hier eh so ein bisschen. Dann den grünen Metallic. Ja. Ja. Zwei. Auf die drei? Ja. Ja. Dann der daneben. Ja. Zwei. Ja. Du hast tatsächlich, musst du mal gucken, ich glaube, du kannst Gaze of Fate trotzdem noch machen. Ich glaube auch. Man kann alle machen, ne? Nee. Oder? Nee, nee. Ne? Ich glaube, zwei kannst du machen. Wo steht das? Auf seinem Profil. Ist das nicht gerade auch auf die. Das eben auf die drei, ne? Ja, das andere Ja. ist die 3. Gaze of Fate ist auf die vier. Dann wählst jetzt eine einzelne Einheit von mir aus. Oh ne, das ist die 4. Oh. Sorry, dann habe ich. Manche auf die vier, ja. Dann darfst du jetzt nochmal eine Einheit auswählen und dann drei D6 würfeln. Ja, die schießt du kaputt, dann würde ich die Eradicator nehmen an deiner Stelle. Oder den Dreadnought. Ich glaube, fast die hier. Oder die hier. Dann mach das. 3D. Fast die. Auf die Eliminator, Gaze of Fate. Zwei Stück. Ja. D3, zweimal D3. Ist das zweimal die 3? Mhm. Holy shit, ist das gut. Ja, drei Bullen. Ja, Gaze of Fate. Sensitive Finger. The Nightbringer at its best. Gut. Jawohl. Fernkampf. Fernkampf. Diese Jungs. Ja. Ja, der da sieht das nicht. So, also drei in den Dreadnought und der Rest und die in der Da Mitte. gucke ich dann gleich, die schießen hier rein. Okay, alles klar. Der nicht. Auf die 5. Zwei Runden. Halte ich einmal, eine geht durch. Gut. Ich So. zähle hoch bei ihm. Gott schlechthin. Also 28, nee, wie viel? 28 Schuss, ja. 28 Schuss auf die Vanguard-Werts, ne? Ja. Jo. Ich überlege, will ich das machen, um da irgendwie das absolut sicher zu machen? Ist wahrscheinlich wichtig, ne? Nicht wirklich. Wenn es nicht? Ja. Ich habe Angst vor denen. Ja, gut, nachdem, was die gerade gemacht Ja, haben, genau. aber. Auf die 2 jetzt, ne? Ja. 2 nicht, 3 nicht. Auf die 2 wegen My Will Be Done, ne? Genau. 3 nicht, also haben wir 11. Dann mach doch einfach die Wunde Ja, einmal machen wir durch. einfach mal einmal durch. Auf 3.
Alter. Ui, vier Stück? Ja, darf vier Runden. Viermal mit minus zwei. Ich habe ein Sturmschild, also komme ich auf einen Vierer. Okay, dann sind wir wieder im Schnitt. Dann sind, warte mal, macht das Sinn, dass ich einen davon rerolle? Einer hat schon ein Leben verloren. Von was? Von seiner Fähigkeit. Achso, ja, dann. Zwei weg, ja. Okay, ja, machen wir weiter. Ich habe ja noch Jump-Tech-Units und so. Der nächste Schwung auf die 2, dafür mal, oh doch, wieder 3 Einsen dabei. Ja, aber im Schnitt auf jeden Fall. Auf die 3, der ist besser. Ja, ist besser. 3 nicht, dann sind das 6, 8 Runden. Ja, jetzt wird's relevant. Ich habe noch 6 Lebenspunkte. Das ist ein Toter, zwei Toter. Ich müsste gerne noch einen rerollen. Mache ich auch für den CP. Ja. Das heißt, auf den Schnitt gekillt, ne? Auf den Schnitt gekillt. Ja. Ich glaube, die haben ihre Punkte trotzdem wieder gemacht. So. Er könnte noch schießen. Er schießt halt mal auf die. Wenn er wirklich 30 Zoll hat, was ich dachte. Ja, dann sollte das gehen. Wenn nicht, dann hat er das nicht. Er hat 30 Zoll. Ja, dann schieß auf die. Mit ja. Rapid Fire 2. Ja, also zwei Schuss. Zwei Schuss. Weil das sind definitiv mehr als 15 Zoll. Ja. Die treffen beide. Ja. Stärke 5, also auf die. Auf die 3. Auf die 3. Eine Runde. Ja, ich krieg, weil ich Raven Guard bin. Er hat AP 2 und Durchschlag 2. Das ist mir. Ich überlege gerade, ob ich einen reroll. Also ob ich das auf die Nee. Glaube ich nicht, aber mach mal. Auf was würdest du sterben? Ich hab einen Vierer jetzt. Weil ich Raven gerade bin. Ja, okay, dann lohnt sich das nicht. Nee, mach. Das ist. Ja, das nimmst du nicht. Ja, hab ich gehalten. Genau. Ja, Nightbringer in meinen Dreadnought rein, gehe ich ja, mal aus. Ja, exakt. Will der noch mehr chargen? Könntest du Eradicator auch noch mitnehmen? Ja, aber dann kannst du stehen und schießen. Dann kann ich stehen und schießen, das ist gefährlich. Ich hab zwar nur noch zwei Wunden, das heißt. Ja, ich glaube, ich will lieber den da noch mit reinnehmen. Ja, mach mal. Kann der auch gut schießen? Nö. Kann der sonst irgendwas Fieses? Alles wiederholen gegen Charaktere hat er wahrscheinlich? Das habe ich gleich eh. Ja? Ja, das habe ich gleich eh. Okay. Also ich habe gleich, plus 2 zu Wund im Nahkampf gegen Charaktere. Mit denen. Mit den Typen? Ja. Also mit meiner Infanterie. Das ist gefährlich. Ja. Für meinen Nightbringer. Ist es. Super gefährlich. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht reingehe, dann gehst du rein. Also, das ändert sich nicht. Nimm ihn mit. Nur vor einmal schießen. Nimm ihn mit. Ja, ich gehe da rein und schlag alles drauf. Ja, okay. Ich mach Abwehr vor allem mit dem Dreadnought natürlich. Ja. Jo. Ja, zwei Wunden im Overwatch gezogen. Du hast rerollt, hat nicht gereicht, ne, mit dem Ritter. Ja, genau. Damit bist du auf 5. Ja. Und jetzt versuchen die Lichtgarten mit dem 10er Charge, haben wir gesagt, brauchst du, ne? Genau. Nö, reicht. Kann wiederholen. Willst du den rerollen? Ach, jetzt deine Warlord Trade, ja, ne? Mein Warlord Trade. Ja. Und nein, The Perils. Die sind sich richtig, richtig einig. Das sieht nicht vor. Gut. Dann noch irgendwo Charges. So, die. Moin, Dark Charges. Ja, mach einfach. Ja. Aber gut, musst du trotzdem würfeln. Ich muss vorher 1 Zoll weg sein, aber ja, bin drin. Mit 4 aber noch, ne? Mit 4 Zoll. Hm? Ja. Ist wichtig fürs Movement, ja. Ja, genau. Also ich will ja so stehen, wie ich jetzt stehen muss. Achso, du willst so stehen bleiben, okay. Also ja, ich will mit 2 reinschlagen können. Willst du nicht mit allen reinschlagen? So halte ich mal das Objective. Ja, aber wenn ich zurückschlage. Schlage ich mit allen zurück. Also du solltest mich. Also ich würde mit allen zuschlagen. Weil die Chance, dass du dann, vor allen Dingen steht deiner, der Dicke, der wirklich Schaden macht, steht hinten bei dir gerade. Nee, der steht hier. Das ist der hier. Achso, okay. Ja. Also ich würde mit allen dreien zuschlagen. Aber das ist dein. Ja, ich würde es machen, glaube ich. Ich könnte auch mit denen ihn chargen und mich so stellen, dass ich beide Objectives habe. Reicht das? Ganz charge. In meinen Captain rein, willst du? Ja, ich will nicht gerade, ob ich mit einem reingehe, ja. Und den dann wegnehme, um mir W3 Schaden zu machen. Und mich noch ein CP aus, weg? Aus, ja, aber ich bin dann aus dem Nahkampf und du auch. Und dann ist die Frage, weil ich. Genau, also er will jetzt hier rein in den Nahkampf. Was du da jetzt machst, geht aber. Wieso? Ich charge? Baue die Konga rein. Ja, aber mit wie viel Zoll Charge hast du denn gemacht? 7. Okay. Ich muss nur hier in die 3 Zoll kommen. Also das kriege ich easy. Du brauchst jetzt gerade mit dem Charge quasi die Konga Line aus. Ja, genau. Gut gespielt. Das werden wir sehen. Das
hätte ich mir vorher überlegen müssen. Insofern war das nicht so gut. Ja, komm, sonst wäre es jetzt ein Arretieren. Also selbst wenn es nicht ginge, würde ich dich arretieren lassen. Nein, genau. Ja, genau, der Charge hier hat nicht gereicht mit Reroll. Ja, dann. Dann bin ich, glaube ich, glücklich. Ja. Und so in der Nahkampfphase. Alles klar. So, jetzt gibt es so Heroic Interventions und sowas, ne? Nö. Gibt's nicht? Nö. Kannst du nicht? Ah, wobei. Kannst du es nicht, oder? Also du hast noch zwei. Eine heroische Intervenierung kann jeder Charakter. Ah, okay. Ja, dann fangen wir einfach da an. In wen? So, jetzt ist die Frage, wie du splittest. Was hat denn der Librarian für Stats da? Hat 5 Wunden und Toughness 4. Ja, genau. Ja, Librarian ist richtig. Okay, ich zünde Transhuman auf meinem Librarian. Das ist mir sehr wichtig. Auf die 2, alle. Jetzt auf die 4. Die 3 nicht. 2 getroffen. Ja, dann würfel mal. Ist es AP4? Ja, habe ich nichts mehr gegeben. Ach so, das nicht. Ah doch, 4er Invul, aber negierst du mir mit dem Librarian? Genau. Also 2-6 Schaden, sind 7 Schaden. Ja, dann ist er weg. Das ist richtig gemacht. Und dann 3 Attacken in den Treadnought. Ja. Das sind 3 Treffer. Auf die 3. Ja. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich da einmal wiederholen will. Wie viel Lebenspunkte hat er? 13. 13? Ja. Müsstest du sogar wiederholen. Ja. Runter? Ich meine, er wird jetzt eh gleich sterben, aber wenn nicht, bitte einmal posten. Die Frage ist, ob ich dann einfach passiert. Okay, ja. Dann hast du da die Scarabs noch. Da wolltest du ja deinen Shenanigan machen. Genau. Ich unterbreche dich nicht, ich habe nur noch 1 CP. Das geht gar nicht mehr jetzt. Ich brauche 2 CPs, um dich zu unterbrechen. Genau, dann werde ich da meinen Shenanigan machen. Ich hatte gehofft, dass du nur 2 Attacks in den reinsetzt. Dann. Ist keine gute Idee, weil wenn ich dann verwürfel, kostet mich das. Ja, eben. Und, wenn ich es dann wieder nicht schaffe, dann habe ich ihn nicht umgebracht. Richtig. Und habe, also nee, das ist richtig. Einfach ein Fehler. Ich versuche mal, den B3 Runden zu machen. Ja, auf die 3, ne? Ne, auf die 2. Ja, auf die 2 plus. Mhm. Ja, machst du? Für D3. Eins. Für eine, ja. Aber du hast es trotzdem mit dem Charge gemacht, um dich weiter zu bewegen. Insofern alles gut. Dein Leben trifft er, glaube ich, nur noch auf die 5 oder so. Okay. Damit lebe ich. Da hinten. Jawohl. Ja. Erstmal die normalen Dudes. Ja. Zwei nicht. Mhm. Ja, Stärke-User ist Stärke 5. Du bist Widerstand 5 auch, oder? 4. 4, glaube ich. Schauen wir mal. Es ist egal. Rennt? Obwohl, nee, ist nicht egal. Stärke 5 würde einen riesen Unterschied machen. Ja, mach. Ich glaube, ich habe Stärke 4 oder Widerstand 4 mit denen, ja. Dann Rennt ist 3 und 2 Wunden jeweils. Die Kleinen haben minus 3. Ja. Und 2 Wunden. Und 2 Wunden. Die Kleinen. Ja. Und der Große hat minus 4 und 3 Wunden. Alter. 5 mal, ne? Auf die 4. Ja, kann ich. Einer geht durch. 2 Wunden, ne? Ja. Ja. Krieg der andere mal zu. Der trifft alle. Mhm. Der hat jetzt Stärke 7. Also auf jeden Fall auf die 3. Ja. Dann 2. Mhm. Dann sieht das jeweils 3 Wunden und minus 4. Eine geht durch. Ja, dann stirbt der eine. Das ist kacke. Das ist einfach nicht gut. Also. Ja, das war unterdurchschnittlich schlecht. Also klar, nicht optimal, aber auch nicht schlecht. Ja, ich bin zuerst dran erstmal. Bestehender Nahkampf. Oder hast du noch irgendwas, was gecharged ist? Da hast du mich gecharged. Ja, das ist ja jetzt eine neue Runde. Aber ist das dann nicht der Verteidiger? Ja, das ist deine Runde. Ja, und dann bist du der Verteidiger. Richtig, okay. Jetzt bin ich der Verteidiger. Das heißt, ich habe jetzt aber eine Attacke weniger. Wann muss ich das ansagen, dass ich einen Base wegnehmen will, wenn ich mich bewege, bevor ich Pile-In mache jetzt gleich? Du hast das schon gemacht, das Stratagem. Da, ja. Ja, man kann es bei der Gelände nicht machen. Man kann jedes Stratagem nur einmal pro Zug, pro Phase. Ja. Pro Phase. Ja, das ist solide. Ja. Aber warte mal, die treffen wir nur auf die 3. Reicht nicht. Traurig. Ja, das war schade, dass jetzt hier gar keine geht. Ja. 4 Autotreffer. Jetzt will da die krassen Zahlen haben. 3 Treffer so. Ah, du wohnst mit schon. Also 4. Ja, 4 Wunden. Halli, alle. Ja, schade. Ja. Langweilig. Gut, das war dein Zug, ne? Ja, das war mein Zug. Okay. Du machst einen Gage. Ah,
Ah, Moment. Du hast vier, du hast keine drei Griffe, ne? Ne, warum? Weil ich doch das Armor-Piercing habe im Nahkampf gerade. Ach so, ne. Ist das bei denen ein Unterschied? Nein, Ah, Vierer-Invuln. Du ich warst bin eh vier drüber, du Invuln, warst eh ja, drüber, dann bin ja. ich eben vier Invuln. Genau. Dann ist es Ja, egal. du machst Engaged All Front. Ja. Was hattest du noch? Ah ne, ich darf hier noch zurück nach meinem Dreadnought. Hallo. Ja. Zwei. Minus drei. Zwei Stück minus drei, ja, also zwei Stück auf vier plus halt, ne? Ja. Ja, Ui, willst du stark. davon einen rerollen? Machst du multiple Wunden oder so ein Ja, Shit? 3 plus D3. Wobei ich kann es eh maximal 3 verlieren. Also Ja, A. 3 plus W, 3 Wunden. Ja. What the fuck? Dann hätte ich ja. Das bringt dir Konnte nichts. ich nicht mehr wieder Aber reloaden. selbst wenn, ich kann dir eh maximal 3 machen. Ich kann dir nicht mehr Schaden machen. Ja, stimmt, du machst mir Es sowieso hat nur einer, automatisch ja. 3, wenn einer durchkommt. Also, ja, dann. Redemptor Fist. Ich krieg nicht mal Abzüge aufs. Ah, guck mal, das hätte. Normalerweise haben die immer minus 1 zu Hit, aber der hat ganz normal. Stärke mal 2. Ich hätte dich sogar auf die 2 verwundet, weil ich Stärke 14 habe und Widerstand 7, Sieben, ne? ja. Minus 3, D3 plus 3, krass. Ja, also der haut Der mega hart haut zu. krass so, alles klar. Ja. Musst du wissen. Okay. Ja, 3 Wunden von ihm. Genau, im Ja. unteren Bracket. Genau, und dann Hätte ich nicht gedacht. Okay, gut. dann halte ich jetzt alle Viertel, nee, drei Viertel. Drei Viertel. Machst Engaged All Front. Genau, ich habe noch immer drei Flaggen. Aber wann kriegt man die? Ja, jetzt in der Kommandophase? Ne, in deiner Kommandophase. Du hast sie jetzt schon einmal Genau. gescottet. Ich habe jetzt, weil die hier stehen geblieben sind, halte ich den Marker. Du bist da nicht in Obsec reingekommen. Und halte den nicht. Aber den, damit halte ich Ja. zwei. Aber Genau. nicht mehr als du. Nee, genau. Ich habe vier. Genau, das heißt, ich kriege auch 10 Punkte. Dann, du hast jetzt gemacht Engaged All Fronts, ne? Genau. Wieder auf drei Fronten. Ja, exakt. Ach, was, das habe ich mir jetzt gegeben. Scheiße. Ja, nee, da bist du. Hast du While We Stand We Fight genommen? Wie viel hast du denn jetzt getötet? Eine komplette Einheit? Eine Ja, Einheit nur hast du die mir komplette getötet. Okay, Einheit. dann gucke ich Und mal. den Librarian. Und den Labyrinth. Zwei hast du mir getötet. Aber du darfst ihn noch zurückschlagen. Oh ja. Ja, auf die Dreien, weil ich dummerweise. Oh Gott. Weil ich den Chapter Master wem anders gegeben habe. Warum auch immer ich den Chapter Master auf die Infiltrator gesetzt habe. Auf die Dreien verwunde ich dich. Willst du deinen Stratagem anmachen? Das ist was. Minus 1 to wound. Ich glaube ja. Dann verwunde ich dich nämlich auf die 4 statt auf die Ja, 3. das machen wir. Muss er ja halten. Wie viele Kommandopunkte hast du noch? Noch vier. Oh, so viele noch. Das sind aber trotzdem 2. Ja, das sind trotzdem. Ah, hat aber was gebracht. Das sind 3. 3 Drei Stück weniger. Das weniger, ist, ja. hat Ist sich schon gut. gelohnt. Ja, dann machen wir 7 mal. Mit was? Minus 3. Minus drei. Ja. Holy shit. Ja, aber habe ich einen Sechser. Ja. Mach da zweimal. Kann ich dreimal sogar. Dreimal. Ja. Machst du vier Runden? Oder noch nie Motive? Zwei flat jeweils. Zwei Flat. Ja. Dann ist. Sind 2 tot. Dann sind zwei tot. Ja, siehst du? Ich glaube, hättest du das Stratagem nicht benutzt, wären alle tot. Ja, auf jeden Fall. Dann Hätte ich so drei Runden mehr gemacht, konsolidiere dann. ich. Ja, jetzt könnte tatsächlich. Ja. Ja, Ja. also, es ist unwahrscheinlich, aber möglich, sag ich mal. Also, zwei ist Schnitt, der dritte ist halt ein bisschen lucky, aber er kann passieren. Nee. Zwei Schnitt. Ja, schade. Die durch ordentliche Units aushalten kann. Also, mein Jumpack ist da vorne hingehüpft. So, die sind in die Mitte gegangen, ne, für Out of the Moment. Und so wollen nicht gleich chargen. Die spiele ich jetzt einfach mal aggressiv. Hier habe ich mich zurückgezogen. Ich gebe keine 2 CP aus. Ich könnte jetzt auch auf die 5 schießen. Weil ich den Output genießen will. Ich habe mich jetzt hier so hingestellt, dass du halt zur Not erstmal die chargen müsstest, bevor du an ihn rankommst. Oder du musst halt einmal außen rum. Mit dem jetzt? Na, wenn du mit ihnen gleich nach vorne Ja. kommst. Wenn du an ihn ran willst, müsstest du erstmal durch die durch. Das So, stimmt. habe ich sie ein bisschen gescreent. Die sind nach da gegangen. Die haben sich zurückgezogen. Ja, dann kämpfe ich jetzt einfach mal und schieße. Ich habe jetzt plus 1 zu Wound of Character. Ne? Dank meiner Doktrin. Ich bin jetzt in der taktischen. Und dann würde ich tatsächlich mal anfangen mit meinem Leutnant. Der hat 3 Schuss. Der Lieutenant in ihn rein mit dem Relikt.
Ja, solide, alle. Auf die 6 passiert da, glaube ich, nichts bei ihm. Leider nein. So, ich habe eine Stärke 4 Waffe, verwundet dich auf die 5 eigentlich. Jetzt auf die 4, da ich da ein Charakter bist. Ja, das sind alle. Minus 2. Das ist nur diese Runden Ja, oder? 2 flat. Oh, fuck. Das könnte reichen, um den Nightbringer zu töten. Ja, Das habe ich reicht. getötet. Da brauche ich auch nichts mehr rerollen. Ah, dann kann ich noch explodieren. Stimmt, auf die 4 sogar, glaube ich. Ja. Oder? Nee, Moment. Aber auf die Doch, 4. auf die 4. Komm schon! Ja. Okay, Ja. Die 3 mal Wund. in 6 Zoll. Ja. Sind die drin? Ja, wahrscheinlich. Machen wir die Zeit. Nicht, dass ich es falsch Gut. mache. In 6 Zoll. Ja, Ja. super. Dann für die Suppressor. Die 3 Runden. Ja, ist einer tot. Nice. Die Eradicator. Ja. Eine Runde. Nö, passiert nichts. Dreadnought Dreadnought. könnte gehen. Zwei Runden. Ja, der ist tot. Bam! Nice. Scheiße. Der eine Charakter da. Ja. Eine Nö, Runde. Und einer. der daneben. Zwei Runden. Ja. Ja, hat sich gelohnt auf jeden Fall. Und hier ist auch einer weg, ne? Da ist auch Ja. einer weg. Mit Unbemalten hier. Ja. Scheiße. Ja. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, eine Katan-Explosion. Ist aber gar nicht so wild. Dann schieße ich jetzt mit denen als nächstes tatsächlich in die Warrior rein. Mit den Suppressoren. Also die hier in die. Haben sich bewegt, treffen daher nur noch auf die 4, weil es ein Heavy Weapon ist. Das sind trotzdem alle auf die 3. Ja, das sind nur 2 Stück mit minus 1. Also 5 plus 5 plus. Macht Ja, er! mach ich. Aber du darfst kein Abwehrfeuer geben. Nee. Gut, dann schießt der Captain auf die hier. Jo, jo, mit minus 3. So, eine Wunde kriegst du hier. Das ist eine Sniper. Nehmen wir Die dürfen nicht schießen, dann schießen die beiden. Du bist in Reichweite für Rapid Fire. Jupp. Alle mit minus 2 jetzt. Aber minus 1 würde auch schon reichen, um dich zu töten. Ne? ja. Ja, ist eine Base weg. Den mir. Gut. Das ist weg, genau. Et voilà, das war schlecht gespielt von mir. Das war richtig schlecht gespielt von mir. Wieso? Ich hätte die hier hinbewegen müssen. Ich habe was vergessen. Alles gut, wirst du gleich sehen. Schlecht gespielt. Ja, die Pistolen hinten in den Nahkampf rein mit den Blade Guards. Pistolen kann man auch im Nahkampf schießen. Okay. Chapter Master habe ich vergessen anzusagen, sagte auch sich selber an, weil eh kein anderer in Reichweite war. Habe ich den so gestellt, dass da 6 Zoll zu den Blade Guards sind? Ja, ne? Zu Ich dem glaube ja. Captain, ja, dann darf ich Bist du auf jeden Fall die da. Es einzelnen ist es rollen. und sonst kriegst du es auch hin. Auf die 5. Ja, 3 Stück mit minus 1. Auf deinen Cheffe. Vierer. Bleib da mit einem stehen. Ja, also passiert irgendwie. Naja, dann schießen meine Infiltrator hinten. Das sind jetzt die hin, die hinter dem Black Clutch. Ah, okay. Auf die Scarabs drauf. Die sind, glaube ich, nicht in 6 Zoll, leider. Treffen auf die 3. Und verwunden auf die 3, auf die Scarabs. 6 mal, minus 1. Minus 2. Also geht ein Base. Und einer, das wird ein Schaden. Und dann noch einmal ein Schaden. Einer? Ja. Sechs Runden haben es? 6, ja. Dann sind es zwei Runden. Ja. So, dann kann ich Gut. noch einmal reanimaten. Leider keinen zurück. Dann schießt der Contemptor Dreadnought mit allem rein in die, was geht. 2d6 Schuss. Ja, für solide 7. Auf die 3. Jo, auf die 3. Ja. Minus 1, glaube ich. Mit minus 1, Ja. dann kann ich ja hier. Ach nee, kann ich nicht, weil ich den genommen habe. Dann Ja. müsste ich so Ja. machen.
Wenn ich das noch darf. Ja, sonst würfel mal einfach, ja. Ja, mein Gott. Kann ich ja gucken. Sechser, ne? Ja, passiert eh nichts. Ja. Stört eh einer. Ja, dann die, natürlich jetzt die Last Cannons hinterher. Schön mit Last Cannons auf Scarab schießen. Jemand's kennt, ne? Verwundert sich aber auf die 2. Ja, 2 Einsen. Für D6 Schaden für 3. Geht nicht mal eine Base. Eine Wunde? Ja, ja. 3 Wunden. Eine Wunde? Eine Wunde. Ja, also eine geht durch und 3 Schaden. Und Schaden. Das war erbärmlich. Dann könnten die stehen bleiben. Und sogar noch scoren, doppelt. Nee, doppelt nicht, weil ich den entfernen muss. Achso. Also ich... Ja. Ja, gut. Doch, sonst scorst du hier durch. Das liegt ja nicht. Okay, dann... Und ich muss ja dieses Dings gewährleisten. Das ist ja jetzt schon schwierig. Schieße ich mit 3 mit den 2 Multimeltern hier drauf. Mhm. Wobei, eigentlich muss ich alles in die Lichtgard ansagen. Wobei, die negieren mir Objectives, ne? Ja, das tun die anderen auch. Ja. Ja, also, komm. Objectives negieren für mich. Hier drauf. Eins und rerollen wegen dem Captain. Jo. Eins und rerollen wegen dem Lieutenant. Macht er auch. Aber reroll ich die? Die reroll ich. Das ist so erbärmlich. Niemals solche Rerolls machen. Muss ich. Das bereut man immer. Ja, muss ich. Muss ich. Geht direkt durch. D6 Schaden jeweils. Plus, ja, einmal eines weg. Mhm. Plus 2, glaube ich, sogar, weil du eine Hälfte der Reichweite bist. Das muss ich jetzt gucken. Das sind 12 Zoll, oder? Ach so. Ja, dann kann ich ja so wegnehmen und dann... Na, die schießen ja alle gleichzeitig. Ja, okay. Das ist 12 Tor. Ja, haben wir ja gesagt. Einmal ist 12 Tor. Ja, gut. Und dann noch einmal ist auch... Nee, das ist nicht weg. Bleibt stehen, genau. Bleibt stehen. Mit einer Wunde, ne? Mit einer Wunde. Also mit einem Lebenspunkt noch, ne? Genau. Genau, und dann kann ich reanimaten. Ja, 2 Stück sind weg. 1, 2, 3. Ja, das reicht auf jeden Fall für den Base. Ja. Wieder eins zurück. Da muss ich hier gleich reinschalten, genau. Ja. Dann schießen die, das waren jetzt 3, dann schießen die anderen 3 noch in die Lichtgard rein. Rerollen wegen Captain. Verwunde ich nur auf die 3. Rerollen 1 wegen dem Lieutenant. Jo. Ja, dann zweimal dein Schild. Das sind die letzten beiden von dem Trupp. Okay. Wie viele Piercing? Brauchst du ein Schild. Minus 4. Achso. Ja. Alter. Ja, und dann habe ich nur noch die Rapid Fire von ihm. Der hat in die Sniper geschossen, ne? Ja, dann das letzte, was hier reingeht. Darf er nicht für sich selber rerollen. Ja, nochmal eine Wunde hier drauf. Bei wem? Das war der letzte, den Rapid Fire, den ich vergessen habe. Ich habe eben nur seinen Sniper geschossen. Ah, auf die, der hat 2 Schuss. Ja, der hat eine Rapid Fire Knifte. Macht die Armor Piercing oder? Nein. Ja, doch, minus 1. Ja, dann ist einer tot. Dann kann ich wieder versuchen zu reanimieren. Wieso? Der hatte doch noch 2. Ah, nee, der hat nur noch eine, ne? Ja, genau. Macht nur 1 Schaden. Das, genau, der hat nämlich einmal seine Sniper und einmal die Bolt Carabine mit Rapid Fire 2. Das waren aber über 12 Zoll, also 2 Schuss nur. Ja, Charge ist hier, ne? Ich charge hier in der Mitte noch, weil du kannst kein Overwatch geben. Ja, muss ich für meinen letzten CP rerollen, dann nützt ja nichts. Tatsächlich, du musst. Letzter, ja. Ey, muss ich rerollen. Letzter CP. Keine Chance. Du hast eh Fallback und Shoot, ne? Ja. Mit deinem Royal Ward. Dann spare ich mir den CP ja dann hinten noch rein. Ich probiere tatsächlich einen 12er Charge. Reicht das? Ne, du bist da zu weit weg. Ja, dann probiere ich einen Charge mit meinem Captain. Der reicht. Kannst du noch unterbrechen? Ich kann theoretisch noch unterbrechen, ja. Lohnt sich nicht, mit was willst du unterbrechen? Eben. Ja, dann schlägt mal mein, ich glaube, meine Blade Guards dürfen nicht zuschlagen, ne? Nee, da schlage ich vorher zu. Gut. Sie sind noch ein Leben. Ja, dann meine Infiltrator sind dann nämlich auch reingecharged, dann schlage ich mit denen zuerst zu. Das sind aber nur 3, die kämpfen können. Ne? Einmal der Sarge mit 3 plus 1 und zweimal 2 plus 1 Attacke. Jawohl. Lächerlich für 3 Leute, ne? Traurig. Auf die 5. Dreimal. Armor Piercing.
3-3-2 gewürfelt. 3-3-2 gewürfelt, also ja, das Armor Piercing. Also keine Chance gehabt. Gut, dann darf ich konsolidieren. Ja, dann charge, dann kämpfe ich mit meinem Captain, da habe ich ja eben mit meinem Chapter Master da oben. Ne? Da habe ich ja eben gesagt, was hatte der? 8 Attacken. Chapter Master auf sich selbst, Gesundheit, reroad alles, trifft auf die 2, brauche ich nicht. Stärke 5 auf die 3, reroad alles, weil Claws. Ja, das sind 6 mal minus 2 und dann D3 Schaden. Also 6 mal D3 Schaden. Ja. So, erste für 3. Der Angeschlagene ist tot. Ja, genau. Zweite für eine. Eine Runde. Für 2. Für 2. Hat 3 Runden, hat immer noch einen jetzt. Dann ist er tot. Dann noch die beiden. Eine Runde. Ja, 3 Runden. Noch einer tot. 3 Runden ist noch einer tot. Ja, 3 insgesamt sind tot. Jawohl. Dann darf ich jetzt zu. Reanimieren, ja. Reanimieren. 1, 2, 3, 4 Stück. Eine kommt wieder. Einer wieder. Da ist ja der Schnitt bei 3. Ne? Ja. Fast schon über dem Schnitt gewürfelt. Kommt einer wieder. Gut, weil damit habe ich auf jeden Fall einen Obsec negiert. Zumindest das in der Mitte, ne? Ja, auf und dein Banner. Kannst du mir noch nicht nehmen. Ich bin immer noch da und ich darf jetzt ja auch noch konsolidieren. Ja, genau. Das ist immer noch richtig hier noch schlagen. So, wird das nichts. Aber alle, minus 1. Ja, dann ist er tot. Ja. Dann wird das doch was. Das war super wichtig. Und jetzt konsolidiere ich noch rein. Dann darfst du oben tatsächlich noch zurückkämpfen. Du bist reingepeilt. Machst du deinen Shredder again? Das wäre dann fail. Dann mache ich es auf jeden Fall. Ja. 3 hat er noch. Jo. Komm. Ja. Jo, für die 3. Nein. Das ist okay. Dann wäre es richtig nice. Ja, dann war das meine. Ich darf noch zuschlagen. Ach, stimmt. Ja, du darfst noch zuschlagen. Ich vergaß. Oh mein Gott. 12 Attacken. Ja. 2 Autotreffer und dann nochmal 4 weitere. Mhm. Die. Nicht. 2 Autotreffer. Einer geht durch. Immerhin. Jetzt machen wir einen Stand. Noch 3. Ja. Gut. So. Ja, dann Scorch, ne? Engage at all fronts. Ja. Aus of the Moment 2. Mhm. Ich bin wieder zurückgefallen. Mhm. Aber ich habe einen Charakter getötet. Ja. Das gibt mir für Aus of the Moment auch einen Punkt und Assassinate 3 Punkte. Ja. Ja, behalte ich meinen, also ich kriege in der nächsten Runde ja wieder einen, dann hätte ich 2 CP. Die Frage ist, wenn du hier reinkommst, muss ich Transhumans hin oder die sind so oder so weg. Auf der anderen Seite, wenn ich Transhumans hin, kann ich nicht Fallback und Shoot machen. Also, ja, die habe ich eigentlich schon abgeschrieben. Die Frage ist, ob ich überhaupt noch irgendein CP hier rein investiere. Ja, schauen wir mal, was passiert. Und kommen wir zur Schussphase. Du bist Eventual Stars, ne? Ich bin Eventual okay. Stars. Ja. Das heißt, ich habe einen AP mehr, AP ne? mehr, genau. Ja. Er schießt erstmal auf die. Ja. Trifft ein. Mhm. Und macht eine Wunde. Minus? Minus 3. Ja, dann geht das durch. Einer tot, ne? Ja, noch 2. Ja. Also minus 3 wegen ja. plus 1 dazu. Weil du nur 6 gewürfelt hast, ne? Hm? Weil du nur 6 gewürfelt hast beim Verwunden. Achso, nee. Ach, das ist nur beim Verwunden. Ja. Sorry, nee, dann nicht. Dann, Hab ich verstanden? Okay. Du hast eine 4 gewürfelt. Ja, genau, stimmt. Dann hast du verstanden. Diese Jungs hier, 6 auf die. Mhm. 6 Stück auf die, alles 6 klar. 6 auf die. Nur 6? Okay. Ja, ja. Stimmt, ich hätte mich hier rumstellen können. Ja, dann mach das dann, schieß mit 8 oder was das dann war. 210 Stück. Mhm. 20 jetzt. Ja, aber die gehen ja einfach noch rein, dass man also deswegen sterben sie wahrscheinlich eh. Auf die 2. Nee, auf die 3. Lichtschlag kriegt plus 2. Ah, okay. Ja, würde ich mit der Lichtschlag reinschalten. Ja. 6 Treffer. Auf die 4. Auf 4.
Zweimal mit Armor Piercing 1 mehr. Warte, dann hast du 2x minus 3, ne? 2x minus 3. Welchen genau. 6er? Ja. Gehen beide durch. Schon mal einer tot. Der hatte nur noch einen. So, ja, dann ist hier noch ein Leben. Ja. Und jetzt noch. Ah, die anderen waren was? Zwei waren da noch bei. Zwei noch. Mit Minus? Minus 2. Geht noch einer? Ja. Ah, dann ist er auf einen, richtig. Da, die haben 3 Lebenspunkte. Ja. Einen halte ich mit der 5. Und das sind die anderen, ne? Ja. Die nicht. Auf 4. Einmal. Dreimal mit 6? Dreimal mit 6. Warte, dann mache ich die zuerst. Dreimal die 6. Einmal halte ich. Geht einer. Geht einer. Dann hat er noch 2. Ja. Und dann noch 3 normale. Dreimal mit? Dreimal mit minus 2. Halte ich einmal. Geht noch einer. Oh, stark. Dann sind die wohl tot, ne? Wenn ich rankomme. Hm. Hätte ich mal Transhuman genommen. Nee. Vielleicht war das gut, vielleicht kommt ja, ich hab die Latte, natürlich habe ich die da weggenommen. So. Ja, logisch. 8 in die, jetzt könnte ich Transhuman überlegen, ne? Also du charge die dann wahrscheinlich, ne? Die wahrscheinlich, also wenn sie überleben, charge ich. Ja, klar. Ne, dann spare ich mir den Spiel. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Ja. 8 Stück, 2x 8. Ja. Warum 2x 8? Achso, ja. Ja, ja. Ja, genau. Der nicht. Der nicht, der nicht, der nicht. 3 Stück. Dreimal so. Halte ich bis auf einen. Komm nochmal. Ach, vielleicht. Nochmal welche. Nochmal, alles klar. Ja, 2x 8. So. 2x mit. Und die Dreien, Wunden Dreien auch? Gehen durch, dann ist er tot. Ne, Dreien, Wunden nicht. Ne? Die stand 5? 5, ja. Okay. Dann, In die war das? Ja, in die war das. Ach so, warte, dann kann ich den ja stehen lassen. Ja, den kannst du stehen lassen. Den musst du sogar stehen lassen. War in die. Ja, nee, okay, dann. Alles klar. Dann ist, wie viel hast du gemacht? Dann einer war tot und der andere hat nochmal eine bekommen, ne? Ja, da ist jetzt die Frage, wie viel der Toughness hat. Wenn die Toughness 5 haben, dann habe ich nur 2 Runden gemacht mit Armor Piercing 3. Und wenn sie Toughness 4 haben, habe ich noch 2 Runden. Ich habe jetzt ja alle verkackt. Also die beiden sind durch, dann war der eine tot und die anderen sind auch durch. Also hat noch ein Leben. Genau. Ja, einen hatte ich, bleibt dann mit einem Leben, wie ich es da hingelegt habe. Ja. Gut. Gut. Da rerollen. Was sagen? Die 8. Nö. Nö? Reroll. 11. 11. Sollte reichen. Easy. Richtig. Also. Ein bisschen All-In quasi am Anfang. Ja, genau. Ja. Extrem All-In und das ist unnötig. Ja. Gut. Kennt das nicht, wenn man gierig ist und sehen will, was passiert? Ja, schon. Ja, fang mal an. Das sind immer 4 CP. Wo wollen wir anfangen? Du kannst nicht unterbrechen. Ich habe nur noch 1 CP, genau. Das heißt, du kannst nicht unterbrechen, das kostet 2. Das kostet 2, ja. Ja, okay. Dann fangen wir doch an. Wie viel schlagen da denn jetzt? Das sind 2, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Wie viele Attacken kommen da auf mich? Also mathematisch sind die tot, auch mit Transhuman Physiology. Ja, genau. Es sei denn, du würfelst jetzt wieder letzte Honk, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Schaut's aus. Sonst würde ich jetzt Transhuman spielen. Ja, also gut, ist das eben geschlagen und dann... du konsolidierst ihn, genau. Du würdest eh rein konsolidieren in ihn. Das nicht, die auch nicht, die auch nicht. Sind 5 Runden jetzt erstmal. 5x minus 3, ne? Ja. Das sollte eigentlich reichen, damit sie weggehen. Das reicht. Das ist genau on point. Die haben noch 4 Leben insgesamt. Okay. Ja, hier mache ich eine Wunde im Zurückschlagen. Da haben wir noch einen Nahkampf. Den kann ich eigentlich ja wegnehmen, oder? Kannst du auch wegnehmen. Probier mal. Ja? Probier es mit. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11. 12 Stück. 12 Stück auf die 3. Wäre vielleicht der wichtig, wenn er am Leben bleibt. Ja. Auch hier. 3 Stück. Ja, ohne alles. Bleibt am Leben. Fast Schlag schlägt zurück. Unfassbar. Ja, dreimal ohne alles. Dreimal die 4. Einer geht und
schon wieder. Ja, oh, Wunder. Mensch. Ja, dann, aber er bleibt am Leben. Ja. Starke Kiste. Muss er noch einen Panikkiss machen? Habe ich nur eine Chance gekriegt? Nee, nein, keine Chance. Fuck. Das waren ja nur drei Modelle. Alles gut, alles easy. Ja, da darf ich zuerst, ne? Mein Captain mit 7 Attacken zuerst. Hat nicht gecharged, hat aber immer noch einen Chapter Master auf sich selbst. Braucht er auch. Nur die 2, die 1 trifft nicht. Auf die 3 verwunde ich. Wiederhole alle Verwundungswürfe wegen den Clown. Das sind 5 mit minus 2, dann würfel ich nochmal, ne? Mhm. Für 2? Für 2. War schon einer angeschlagen? Nee, leider nicht. Nochmal 3? Dann weg. Dann ist einer weg. Wie viel stehen da noch? Noch 2 Bases. Ja, nächste weg. Jawohl. Und wie viel hast du noch? 1. Okay, also hast du mir einen übrig gelassen mit 3 Wunden, ja, einer Wunde. Das ist ärgerlich, weil das ist Objective Secure für dich, das heißt, ich score da gleich nicht. Genau, und ich darf noch einmal reanimate. Das ist äußerst ärgerlich. Aber wird mir eh nichts bringen, weil du gerade, glaube ich, 1, 2, 3... Doch, das hätte mir was gebracht. Ich hole tatsächlich einen wieder. Oh, lächerlich. Ja, dann kämpfen wir mal zurück. Ja, ich überlege gerade, ob ich die W3 Wunden probiere. Wie viel Leben hat er noch? 4, ne? Nee, 3. 3 Leben noch? Ich habe eine Runde durchgebracht durch Attacken noch. Er war bei 5, dann habe ich eine Mortal-Wunde. Ah, okay. Dann habe ich noch eine Attacke durchgebracht, weil du nur 1 gewürfelt hast. Ja. Er hat noch 3 Leben und ich habe halt die theoretische Chance... Ja, auf eine 6, ne? Hä? Auf eine 6. Ist er... Auf 6. Hm? 6 ist Model. 6 ja. Ist. Ja, ja, nein, ja, aber, ja, ja, ja. Ja, auch, aber richtig. Auf W3. Also ich ja? Kann 5, 6 oder wenn ich gleich die 6 schmeiße. Willst du das machen? Ich mach das ja. Dann bin ich bei 3 CP. Der würde mir fehlen. Klappt es? Ja. Und wie viele? Eine. Tja. Schade. Ah. Glück gehabt. Ja, nützt er nicht. Dann schlage ich nochmal zu. Ich werde nochmal 4 packen. Kann auch reichen. Kann auch reichen. Einmal geht durch ja. Und nichts. Eine Runde geht durch. Halt ich. Jo, alles klar. Gut. Das war ein Versuch wert. Ja, dann hast du auf jeden Fall Engaged out front, ne? Ja. Wie viel hast du mir jetzt ja? Ich engage hier. Ja. Ich engage ja, gut. Da. Und hier. Engage da. Richtig. Ja. Der bleibt hier stehen. Ja, da hinten habe ich mich mit dem Chapter Master zurückgezogen. Chapter Master auf die Infiltrator drauf. Die sind hier rübergegangen. Scoren wir nochmal Engaged at All Fronts. Er hat ja überlebt. Scored jetzt nochmal Out of the Moment. Das ist richtig frech, aber ich sage danke. Er hat sich zurückgezogen. Ich habe jetzt plus 1 CP. Die hier versuchen natürlich so ein bisschen... Wobei, dann kann ich sie eigentlich auch wegnehmen. Dann können sie zumindest nicht angegriffen werden und können noch eine Runde schießen. Ne? Ja, ich verzichte jetzt auf den einer Reroll. Das ist totaler Quatsch. Punkte, 10 Punkte und jetzt fange ich mal an. Hab mich zurückgezogen. Ich gebe 2 CP aus, damit ich nochmal aktiv werden kann. Und würde jetzt mit meinen Einheiten erstmal auf deinen Charakter schießen. Und zwar auf deinen Royal Ward. Meine Infiltrator fangen an. Jupp. Und das reicht nicht. Einmal auf den Royal Ward. Minus 1 Rent. Minus 1 Rent? Ja. Einmal? Ja. Ich bin bei 2 plus, also 3 plus wieder. Hat er einen 2 Hosen? Ja, okay. Er hat einen 3er. Und dann, weil ich Cover habe. Achso, okay. Da haben wir gesagt, an, ja, an Ding genau. Cover, genau. Okay. Reicht nicht. Reicht nicht. Warte, will ich das wiederholen? Was schießt du noch alles drauf? Die beiden jetzt erstmal. Ja, und danach können der noch und der noch. Ja. Wenn ich es dann benutze, das Strategien, ja. Vielleicht stirbt er ja auch schon so, dann spare ich mir das Strategien vielleicht. Mal gucken. Achso, das musst du nicht da schon ansagen, als du... Ne, wenn ich schießen will, muss ich das ansagen, okay. Genau. Ja, ich reroll das. Das ist... Echt? Ja. Okay. Ja, geil. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? Jetzt noch 3. Mortis Rounds? Auf die 3. Eine 1. Reroll ich nicht. Von wem ist das jetzt? Von denen hier, die Mortis Round. Minus 3 sind das, glaube ich. Minus 3. Ich guck mal nach. Drin, dass ich das nicht so oft, beliebig oft machen kann. Oh, erstmal kriegst du. Ich habe eine 6 gerade eben gewürfelt, ne? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber wenn du es sagst, glaube ich dir. Ich weiß es nicht mehr, das habe ich jetzt nicht. Ja, minus 2 dann. Check ich. Schade. Jetzt ist es interessant. Ich gebe jetzt die 2 CP aus. Ja. Alle?
Ich glaube, die 6 zu. Er hatte eben gar kein Cover, das heißt, bevor ich jetzt hier die 2 CP. Also, hier hätten jetzt 2 getroffen bei dem, das merken wir uns einfach mal, ne? So, und jetzt gucken wir mal, ob der 3, D3 oder 2 Wunden macht, der Mortis Round. Du sagst, bei 3 Wunden wäre er schon tot? Ja, ich habe nur noch 3 Lebenspunkte. Also bei W3 Wunden kann ich Nö, sterben. das sind 2 Flat. Perfekt, dann habe ich nur ein Lebenspunkt. Ja, dann muss ich das ausgeben. So, dann verwunde ich dich jetzt auf die 2. Ich glaube, 3 hätte auch gereicht. Und jetzt macht aber die 6. Warte. Und ich lerne noch. Sorry, dass ich muss tatsächlich. Alles gut, Es tut mir alles total leid. Minus 2, 2 Flat. Die 6 macht bei dem tatsächlich nichts. okay. Aber kein Cover. Cover. Also habe ich einen Dreier Safe, also ein 5er, Fünfer ja. Safe. Doppel 5. Ja, du kannst mich rerollen. Ja, gut, stimmt. Stimmt. Ja, war mir das 2 CP wert? Ich weiß es nicht. Bringt mir 4 Siegpunkte jetzt. 3 für Assassinate und einmal für Oath. Ja, musste ich machen. Punkte verbrannt, aber ich muss scoren. Super wichtig. Ja, der ist weg. Da kann ich nicht schießen. Die Infiltrator können hinten noch schießen. Stehen die so am Objective dran oder muss ich dich chargen? Ich glaube, die habe ich so ins Objective gestellt, ne? Also, dann die Infiltrator. Die haben Chapter Master drauf. Rerollen also alles. Auf die 3. Gut, damit ist der Banner auch weg. Okay, dann kann noch mein Contemptor Dreadnought. Der schießt alles in die Lichtguard rein. Mit erstmal die Laskars. Auf die 3. 2-2, ich kann sie nicht rerollen. Auf die 3. Gegen Stärke 9, auf Widerstand 5. Ja, auf den 4er Invul. Das ist minus 3. Die haben Cover, die sind bei 2 plus. Warum haben die Cover? Von ihm, Immer ja. noch? Ja, am Anfang der Runde standen sie noch hier. Das ist krass, lächerlich. Obwohl, vielleicht geht das weg, wenn sie die Range verlassen. Das wäre eine nicht unwichtige Das Info. machen wir einmal. Also stehst du jetzt im Cover. Also stehe ich im Cover. Ja, Du krass. hast zweimal getroffen. Ja, mit minus 3. Minus 3, also 1 nicht, 2 nicht, 3 nicht. Los. Ja, Ich habe ja die perfekt. 4 Ja, Punkte wollen. stimmt. Ja. Dann hätten wir das versparen können. Ja. Macht er, dann macht alle Vierer hier. Schau, das waren 2d6 Schaden. Ja, dann 2d6 Schuss nochmal. Du bist nicht mehr als 10, ne? Nee, ich bin genau 10. Schade. Dann würde nämlich Blast kommen. Warte mal, das habe ich nicht verrechnet. Ja. Auf die 3. Auf die 5, weil du Toughness 5 hast mit denen, meine ich, ne? Ja, schaffen es hin. Ja, dreimal. 4 plus. Nee, nicht 4 plus. Da hätte Also. schon ein Zweier gereicht. Ja, okay, dann Einer geht durch, da dann wäre aus einer der tot. Runde geht einer. Darfst du reanimieren? Bist du fertig mit Schießen? Der ist fertig, ja. Der ist fertig, Der hat, dann. ja, das ist halt Laserkanonen nur. Nö. Nö. Kommt nicht. Ich habe einen getötet. Wow. Yay! Amazing. Ja, ich glaube, dann war das, ne? Ich Ja. glaube auch. Ich mache Engage at all fronts an 4 Fronten. Das heißt dafür 3 Punkte. Ich mache aus dem Moment, ich habe mich wieder zurückgezogen. Aber ich score noch einmal die Mitte, frech mit 2. Einmal für den Charakter, das heißt noch ein Punkt bei Oath. Und, was noch? Bitte. Das stimmt nicht so. Ja, und Assassinate. Bitte Drei Punkte. assassinate. Ja, Ja. sehr gut. Ja, also er scored jetzt hier nochmal zweimal den Banner. 2 Objectives, nicht mehr als ich, also 10 Punkte. Du hast wieder kein. Das Why We Stand We Fight, Cool, ne? ist gut. Ich versuche die ganze Zeit hier mehr zu töten. Ja. Ja, weil ich mich am Ende umentschieden habe. Ja, Weil es genau. einfach sinnvoller war. Ja, gut. Ja, knappe Runde, ne, Lenny? Das Ja. ist spannend bei uns. Wir wissen nicht, wie Super es spannend. steht. Nee. Also, du kannst hier natürlich aufs Objective konsolidieren. Du gehst mir das mit OPSEC super stark. Du gehst mit ihm nach vorne. Du willst die loswerden, weil die scoren mir im Endeffekt Auf jeden Fall. Engage at all fronts und würden im nächsten Zug auf ihn schießen können und Ja. deinen Banner in Gefahr bringen. Kann auch nicht, wenn ich mich hier reinstelle. Ja, gut, Hast du aber noch keine Sicht, ich kann ja hier drauf, ne, im Endeffekt. ja. Ach, da drauf kann man doch. Drauf hüpfen kannst du. Ah, ich dachte, ich kann da nicht drüber. Das ist Achso, immer du nur, wenn musst man es drauf messen geguckt. dann Ah, als okay, gut. Entfernung. Also Also dann das ist es gibt nicht sich da. schneller Nee, und nicht. nee. Aber ich kann dich dann treffen, darum geht's Ja, ja. okay. Ja, den nehme ich gleich, glaube ich, einfach weg. Wir können ja Genau. mal die ersten 10 Schuss machen. Und dann, ja, geht's weiter. Mach mal. Machen wir die mal. Die ersten 10 Schuss. Ja, Auf die also. 3 nun, ne? Da Achso, er hast du der ein. gegeben? Okay. Also, ich kann es ja ihm nicht selber geben. Ja. Die Ja. sind die einzigen, die in Ja. Range sind. Ja. Okay, auf die 2.
Auf die 3. Einer nicht. Ja, ich glaube, es ist weg. Neunmal. Aber er hat mir Siegpunkte gebracht, wie kein anderer. Charges. Der gute. Ja, Charges hier unten. Schmeckt. Da unten. Ja. Ja, sehr viel. Ja, da musst du jetzt mal selber richtig, richtig, was du davor hast. Der will noch Charges. Ja, gut, der will auch noch. Ja, hier drunten. Der braucht eine 8. Du hast natürlich Obsec. Hier brauchst du die 8. Dann machen wir die 8. Ja. Jo. Ah, Minimalist. Ich hab sie geschafft und ich hab hier noch einen mehr. Weil ich ja einen dazu bekomme. Ja. Ja, dann mal. Das ist Minimalist. Es reicht halt. Ich kann dann auf die 2. Und dann also auf die 2. Also alle? Alle. 2 Einsen! 2 Einsen, so. Du hast einen Philopen oder irgendeinen Scheiß? Nö. Du hast einen Invuln. Ich habe ein minus 4 AP. Du bist bei 0 dann? Bei also 0, also mache ich zweimal straight 3 dann, Damage. Dann sind die tot. Tot, ne? Ja. Dann muss ich nicht rerollen. Sehr gut. Sehr schön. Dann kann ich konsolidieren. Ja. Dahin. Das heißt, ich kann hier rein. Ja. Mir wird 2 abgezogen. Ich weiß nicht, ob das dann nee, dabei nicht auch konsolidiert, nein. Hm? Nicht im Konsolidiert. Gar kannst nicht? Du rein? Nein, kannst rein. Okay, dann gehe ich da voll rein, dass ja. Ich in der Hälfte stehe. Für minus 1 der Hit auch. Ja, genau. Ja, gut. Das war schon, ne? Ah, ne, hier unten. Ja, den kann ich eigentlich auch gleich wegnehmen, aber. Da sind 6 mal 3 Attacken, 18 Attacken. Ja. Und meine 8 einmal 10. Auf die 3. Mhm. Dann würfel ich einmal neu. Komisch, okay. 2, 2, 1. Ja. Das sind 5 Treffer. Ja. Würfeln wir gleich. Wie das dann? 4, 5? 4. Auf die 3. Ja, 2. Ja, 4er Hose. Gehen beide durch. Dann bin ich wieder fein. Und jetzt haben wir nochmal 2 Würfel mehr. 2 Leben oder noch? Ja, auf die 3. Und auf die 3. Ja, das ist besser. Nochmal 6 Stück. Das sollte reichen, um ihn zu töten. Ja. Das reicht. Dies reicht. Ja, schade. Du konsolidierst voll rein? Ich konsolidiere da voll rein. Ja. Okay. Ja, das war's. Dann machst du dein Gadget All Front nicht. Nee, ich mach's nur in 2. Ne? Doch, reicht nicht. Ja. Genau. Okay. Dafür hast du aber. Ja. Gleiche Objectives wie du. Hätte ich sonst nicht gehabt. Also richtig. Nicht, wenn du jetzt mich hier reinschalten kannst. Ja, richtig. Und da ich die umbringen musste, hätte ich dann den Resurrection Orb nicht einsetzen können. Richtig. Aber den brauchst du, glaube ich, auch in diesem Spiel nicht mehr. Gut, dann kommen wir Runde 4. Ravengard. Ja. Ich score für 10. Und kriege 1 CP. Wow. Und ja, wir kommen mal zurück nach dem Movement. So, ich habe jetzt mal gerechnet, da ich ja am Ende der Runde score, ne? Wir haben jetzt mal gerechnet, das ist jetzt Runde 4. Ich bin dran. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, ballerst du mich hier weg. Die Chance ist hoch und scorest dann. Jetzt müsstest du advancen, würdest aber vielleicht nur mit 5 Warriors halten. Hast Obsec, gut, könnte ich dir eh nicht negieren. Ich könnte noch den Typen hier ranholen, advance und charge hier rein. Ich riskiere jetzt, dass du hier advanced, dann minus 1 to hit, hoffe, dass da Blade Guards am Leben bleiben und werde am Ende versuchen, mit allem hier rein zu chargen, was geht. Das ist mein einziger Plan, den ich jetzt habe. Und dann noch versuchen, da zu scoren. Die sind so ein bisschen in Schussbereitschaft gegangen da vorne. Ansonsten, der steht, damit er hier schießen kann. Der könnte mir nochmal ein Gadget All Front holen. Die sind so weit rangegangen, dass ich hier chargen und rum kann, theoretisch, um dann nochmal ein Gadget All Front zu holen. Da versuche ich jetzt jeden Punkt mitzunehmen, aber der geht. Aber wenn du mich da chargst, damit du auch einmal zurückschlagen. Das überlebst du nicht, oder? 4 Attacken auf die 3, auf die 2, dann bist du tot. Ist gegambelt, ja. Zugegeben. Es ist gegambelt. Also, aber was soll ich sonst machen? Ja, ein Advance machen. Und sagen, ich würfel die 6. Nein. Das ist doch wahrscheinlicher, als dass nein. Du das überlebst. Niemals. Okay. Ich probier's. Okay. Nice. Never go full retard, oder wie war das bei... Genau. Erstmal schießt er hier seine 2d6 in die rein und die Laserkanonen in den Lord, der jetzt alleine da steht. Laserkanonen treffen 3, verwunden dich auf die 2... Ne, auf die 3 nur, du hast Toughness 5, ne? Ja. 3 Verwundungen. 3 Vieren brauchst du bitte. Oh Gott, ist das spannend.
Ja, warte, ich hab ja. Das ist ja der schlimmste Reroll, den du machen kannst, ne? Also die. So. Ja. Also dann Reroll. Das ist der schlimmste Damage, der kommen kann. Ja, dann habe ich noch einen. Schade. Ja, nein! Bleib dabei. Dir 6 Schaden. Wie viel Leben hat er? 5. Das ist ultra ballsy, das zu rerollen. Wie roll ich den? Ich will's wissen. Nein! Yes, yes, yes. Nein! Ich hab kein CP mehr. Hab ich ein Glück. Warte nochmal. Nee. Ach, ficken, ey. Ich hab's. Yes. Ja, nee, aber muss. Es war potenziell 4 Siegpunkte wert. Ja, ja. Also es war es wert. Auf jeden Fall. Greedy. Auf der anderen Seite kriegst du dann auch nicht Engage in alle Fronts, wenn du ihn schießt. Aber auf der anderen Seite hat er auch noch einen Sniper. Ja. So, die schießt er jetzt. Ups, die schießt er auch. Trifft er. Verwundet er. Minus 2, 3 flat. Jetzt minus 2, also Vierer. Ich hab einen Zweier, also 2 nicht 3 nicht, Vierer. Ja, Vierer wieder. Der wäre tot, wenn ich die 3 hätte liegen lassen. Nee, sehr nicht. Okay. Alles klar. Gut. Die beiden schießen auch in den Reihen. Minus 1 jetzt, ne? Ja. Jo. Einer. Ah, und eine 6 gibt eine Mortal Wound. Erstmal kriegst du eine Mortal Wound. Ja, und was für ein Armor Piercing hast du? Minus 2. Das heißt, der geht durch. Dann geht der durch. Ja? Ja. Und dann sind das nochmal 2 Schaden. Nochmal 2 Schaden. Aber die beiden fehlen. Hätte ich die 3 liegen lassen, wäre er jetzt tot gewesen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich habe gerade 4 Siegpunkte für Greediness gegambelt. Aua. Alter Schwede. Du kannst ihn töten. Wenn du jetzt charge, kannst du mich ja umbringen. Ich habe einen Lebenspunkt, ne? Ich habe einen Lebenspunkt. Wenn du die Chance dass du mich jetzt legst, ist ich ziemlich hoch. Ich charge. Mach ich. Jo. Zack. Eine Wunde brauche ich nur. Ja, 4 Stück. Auf 4? Ah ne, du bist Toughness 5. Ja, sorry. Okay. 3. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, es ist. Komm! Und Arm und Piercing? 4 brauchst du. In der dritten Doktrin. Ah ne, ich habe den 4 da drin, ja genau. Ich hatte hier im Leben nicht. Doch. Ah, du hast schon rerollt. Ja, ich muss 3 Vieren schmeißen. Ja. Ja. Ach, tot. Bei minus 1 hat sogar auch schon gereicht. Und du hast schon rerollt. Ja, ich bin tot. Oh mein Gott, aber das hätte ich fast bezahlt. Aber der CP fehlt mir wahrscheinlich gleich in der letzten. Ja gut, das war meine Runde. Ich glaube, in der Runde passiert einfach nichts mehr. Was soll denn mal jetzt noch passieren? Na, wir müssen das da hochrechnen. Du musst mir das da denyen auf jeden Fall. Ich score am Ende der Runde. Ja, ich kann mit denen noch da oben kaputt machen. Da kommst du hin? Naja, ich kann hier hin und dann chargen. Ich kann ja Charges ansagen, die ich nicht sehe. Ich kann ja auch mit denen einfach hier hingehen und hier schießen. Das kannst du auch, ja. Und dann habe ich die erschossen, der ist safe. Richtig. Und wir scoren beide 10, das bleibt also bei plus 0. Na, ich score dann den. Weil ja. Ich da, ich da und da. Den. Ja, richtig. Ja. Das heißt, wir sind gleich, wir machen beide 10. Jetzt dann, ja, wahrscheinlich. Ja, obwohl, ja, nee, ich score jetzt zu Beginn meiner, ne? Ja. Das heißt, ich score mehr als du. Weil du hast 1, 2. Das ist richtig. Nee, vollkommen richtig, ja, ja. Ich habe dir gerade 5 Siegpunkte geschenkt. Ne, weil ich. Ja, aber. Lenny hat mich gerade. Ich habe mich total eben vertan, weil du scorest jetzt am Anfang der Runde und nur ich als letztes. Nicht beide als letztes, sondern nur ich. Ja. Wenn das richtig ist. Ich hoffe ja. Das heißt, ich bin da nachdem nach vorne gegangen. Wenn das nicht so wäre, wäre es ja. Das wäre dumm, ja. Das haben wir. Ich kann ja in der ersten Runde auch nicht scoren, von daher. Kann keiner von uns. Ja, genau. Aber dann score ich einfach einmal weniger als du. Nee. Nee, das war, nee. Genau, das war ja mein Logikfehler gerade. Genau. Das ist ja der, also bewege ich mich jetzt irgendwie hier. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich vorher stand. Das ist ein bisschen blöd. Du musst aber für Engaged Old Front 6 Zoll aus der Mitte. Ja, okay, das kann ich gar nicht. Das nicht mal mit Advance? Ich war ja irgendwo hier. Ich weiß nicht genau, wo ich war. Das ist das Problem. Ah, okay. Das bringt nichts. Nee, also das stimmt. Ich gehe hier hin und schieße die. Und dann kriegen wir halt beide 10, wie ich gehört habe. Aber dann passiert halt auch nichts mehr. Dann kriege ich halt nicht 15, sondern 10 und dann ist gut. Die laser ich dir halt jetzt noch weg. Und dann ist gut. Ich habe ja leider keinen Charakter. Aber dass ich so viele Charaktere von dir töte, hätte ich nicht gedacht. Alter, das hier, die 3 hätte ich niemals gerollt. Ja, jetzt habe ich aber auch einen Spielfehler tatsächlich gemacht. Das ist jetzt aber okay so. Ich hätte meinen Jump-Pack-Typen da hinten hin advancen lassen können, dann im nächsten Zug nochmal Engage holen können. Aber ist so. Egal. Ja, dann geht auch gefährlich. Ich kann mich ja schießen. Ja, okay. Ich hab so ein, jetzt darf ich leid. Ich muss nur eine Runde machen. Ja,
Das stimmt, da hat man und noch. Die Jungs können auch hier ja, in den schießen. Ja, ja, ist richtig. Gut. Also wenn du hier stehst, dann bewege ich halt ein paar nach hier und ja. stehe hier in so einer Konga und dann... Ist richtig. Also ich race da nochmal das Banner. Weiß nicht, ist egal. Ja, hier. Ja, hier, ne? Genau, ja. Also du scorst jetzt in der letzten... Warte, ist ne, in der letzten Mal hochrechnen eben. Die, also die werden es ja nicht überleben. Nein, die werden es nicht überleben. So, weg. Ja. Ja. Dann scorst du jetzt nochmal Race the Banner am Ende 3, ne? Genau. Am Ende des Spiels. Ja, genau. Richtig. Ja. Und ich habe halt hier 10 gescored, weil du auch da dran bist. Genau, richtig. So. Und was kommt jetzt noch? Pass auf, jetzt ist mein Zug, ne? Runde 5. Warte mal. Nee, kann ich nicht, weil ich... Obwohl, ja doch, eine Sache könnte ich machen. Was ich könnte es dir... Ich könnte halt advancen, auf die schießen mit schwieriger. Ja. Und halt hier nur ein paar stehen haben und dann eine Conga-Line hier hinstellen. Ja, für? Um das zu contesten. Dafür müsstest du jetzt aber wissen, wie du am Anfang standest. Ja, ne? Genau. Ja, also mit Advance kriege ich das in jedem Fall hin. Also Bewegung 5 plus ein, ja, je nachdem, was ich würfel. Ja, damit jetzt nicht geklappt hat, ist auch da. Es ist komisch, weil dann okay. kannst du reinchargen, am Ende bringst du nicht auf. Ja, ja, okay. Wenn ich dann... Ich riskiere das nicht, weil das ist meine eine Junge, die wichtig ist. Ja. Für Punkte. Okay. Und so kannst du mich nicht töten. Das ist richtig, das ist safe gespielt. Und alles gut. Ja, ich mache am Ende der Runde wie folgt. Eigentlich gar nichts mehr, ne? Genau. Du kannst halt. Also ich kann. Ja, du machst halt Engage in alle Fronts, also das hast du ja eh. Ja, ich könnte ja auch in die Mitte, das wird mir einen Siegpunkt, ne, das wird mir beides 2 Siegpunkte bringen, ne? Also ja. Ich bin hier in Engage dran. Das heißt, ich krieg nochmal Engage or Front. Ja, also erstmal hatte ich 2. Ja, ich score am Ende jetzt nochmal 10 Objectives. Ich hab, Engage or Front, ne? Genau. Für 2. Ja. Hab kein Assassinate und Oath of the Moment nochmal 2. Für die Mitte. Guten Moraltest. Ich glaube, der da kostet zu spielen. Ah, ich habe keinen Moraltest. Ich habe keinen Moraltest verkackt und keinen Rückzug gemacht. Dass du dafür einen Punkt kriegst. Weißt du, du machst einfach nichts und kriegst 2 Punkte. Das ist doch absurd. Das ist ein Punkt. Ja, aber. Ein einziger Punkt. Tja. Ja, geiles Game in jedem Fall. Wie ist es ausgegangen jetzt? Nach dem Stand wird es 85 zu 84 für mich stehen. Geiles Ding. Weil ich im letzten Zug nichts gemacht habe. Ja, fair. Also mehr kann ich ja nicht tun. War auch falsch gedacht. Sonst einigen wir uns auf unentschieden. Das finde ich, glaube ich, fair. Ja, komm. Geht auf Faust. Geiles Ding. Cooles Spiel. Ich glaube, cool. viel knapper geht nicht, ne? Nee. Also mit Painted Bonus 85, 84 ohne Painted. Ja, 10 weniger für jeden. Interessant. Krasse Kiste. Ja, also der Typ hier hat mich das Spiel gekostet. Stimmt, ja. Der Typ hat dich, der überlebt der hat. Der kostet mich das verfluchte Game. Und der überlebt halt mal wieder gegen Against All Odds. Das ist so. Der Dreadnought hat im Endeffekt nicht viel gemacht, weil dein Katan wäre eh in meiner Schussphase gestorben. Der hat ja noch 2 Leben. Dass der Dreadnought gegangen ist, war schade. Aber ja, Der Dreadnought hat meinen Katan 3 Wunden durch seine Klaue. Ja gut, aber sonst hätte ich mit ich hätte ja tatsächlich mit meinen Meltern draufgeschossen. Die haben mir sonst nichts gemacht. Ja, aber dann hätte ich ja gelebt. Ja, und dann aber hätte ich noch Nahkampf gehabt. Und ich habe ja plus 1 to wound. Mit meinen 2 Charakter. Also der wäre, glaube ich, so oder so. Also wahrscheinlich stirbt er. Ja. Aber es ist halt auf jeden Fall super risky. Wir können ja einmal kurz unsere MVPs kurz aufbauen und eine Nachbesprechung machen und dann, aber es war auf jeden Fall, ich finde, das war ein Unentschieden. Ja, gucken wir mal. Aber wir haben ja nochmal kurz aufgebaut, ne? Was haben wir gesagt? 85, 84? Ja. Eigentlich Unentschieden. Hat sich wie ein Unentschieden angefühlt. Das war geil. Das war einfach super cool. Hat Spaß gemacht? Ja, war mega geil. Also ich find's super spannend, als es einfach echt offen ist bis zum letzten. Wir haben tatsächlich auch bis Runde 4 habe ich nicht geguckt, wie es steht. Ja. Ne? Das ist echt cool. Ja, erstmal danke fürs Game. Lass uns doch nochmal ein, zwei Sachen zu den Einheiten sagen. Willst du mal anfangen? Ja, kann ich machen. Also, so ist es rumkommen. Ja. Hört man dich wahrscheinlich besser. Genau. Also ich muss ganz klar sagen, der Katan, der Nightbringer ist logischerweise ultra hart. Ja, der ist halt zwangsläufig irgendwie ein Matchwinner, weil er einfach mit seinen Fähigkeiten einfach so viele Mortal Wounds rausholt. Ich finde halt dieses Cosmic Fire einfach zu stark, muss ich sagen. Also,
bonkers. Gas of Fate, aber auch hart, ne? Das ist das andere, was er hat. Ich meine, mit den Mortal Wounds, die er bei der Explosion, der hat er den Dreadnought ja immer noch getötet. Wir haben uns zwischendurch vertan, du hast ja gar nicht Grand Slam Down gehabt. Du hast nämlich While We Stand We Fight. Ne? Da haben wir uns ein bisschen vertan am Anfang. Ansonsten, was bei mir Pest oder Cholera, kann ich mal sagen, die Infiltrator hier, ne? Mit dem Infiltrieren, die da noch standen, die zwei, die haben so viel gemacht und so genervt, die sind echt hart. Und die schirmen übrigens auch ab. Also man kann, wenn du jetzt Veil of Darkness machst, musst du 12 Zoll Abstand zu denen halten. Das ist ziemlich gut zu wissen. Ja, jeder, der Deep Strike, egal was, immer 12 Zoll Abstand zu denen. Das macht die halt ultra stark. Ja, ansonsten hatte ich hier halt ganz viele Scarabs. Der Redemptor Dreadnought, den Contemptor habe ich als Redemptor gespielt. Der hat alles in die Scarabs reingeballert, weil die mussten weg. Na, damit nimmst du mir halt einfach die Objectives weg. Und das war dann Pest oder Cholera. Ich konnte gegen deine Lichtguard, ich habe einen einzigen getötet. Mhm. Nichts machen. Du hast denen dieses Deckung gegeben, ne? Mit dem Psychomancer? Nee. Doch, nee, Technomancer. Technomancer? Aber das können alle haben, das ist das Arcana. Hat das Arcana? Das ist Cryptic Arcana. Als ob die in Deckung stehen, kriegst du nicht kaputt. Das ist, also ich hatte auch nicht die Waffen dazu und ich habe halt durch den Nightbringer ganz andere Targets gehabt, auf die ich schießen musste mit den Meltern. Und was bei mir gut geklappt hat, war deine Charaktere rauszunehmen. Ich merke gerade, wie ich das Ding hätte gewinnen können. Was denn? Ich hätte mit seinem, anstatt hier zu chargen, hätte ich einfach mit Veil of Darkness mich hier hin teleportieren können, dich erschießen können mit meinen Dudes, das Ding trotzdem halten. Stimmt. Und bin total safe, weil du mich nicht beschießen darfst. Stimmt, du hattest einen Veil of Darkness. Ja, ich hatte den Veil of Darkness. Ich habe die ganze Zeit gedacht, naja, kannst du irgendwie nicht mehr gebrauchen. Und in der Runde, wo es dann... Ja, genau, stimmt. So hättest du es gewonnen, tatsächlich. Dass ich dir so viele Charaktere rausnehme, hätte ich nicht gedacht. Ich finde, Raven Guard hat gegen dich jetzt nichts gebracht, weil du hast eh nichts, was über 12 Zoll schießt. Deswegen kam meine Doktrin nicht zum Einsatz. Dass ich plus 1 to Wound of Character in der taktischen habe, macht Spaß, aber bringt halt auch nur gegen was, wenn du die siehst oder wenn du halt Sniper zockst. Ja, habe ich schon gedacht, hätte ich vielleicht mal einen Sniper deep striken lassen sollen. Ich habe natürlich auch extrem gegambelt, am Anfang da alles in die Mitte zu stellen und habe dann CP verbrannt beim wieder zurückziehen. Ich wollte einfach mal sehen, was... Andersrum wäre besser gewesen. Ja, andersrum wäre besser gewesen. Hinterher ist man immer schlauer. Ich muss auch sagen, ich konnte ja durch meinen 6 Zoll Move natürlich auch deinen Move irgendwie aus. Ja. Weil... Ne, wenn du anfängst, du bewegst dich zuerst und dann kann ich halt trotzdem wieder weggehen und sagen, ja, kommst halt trotzdem nicht ran. Ja. Also so, das ist alles. Der Psyker hat nichts durchgebracht von dem, wofür er da war. Das war ein bisschen traurig, denn alternativ die Blade Guards. Hätte ich dir die Blade Guards mit meinem Captain, mit meinem Warlord, das ist leider der sollte halt zwei Clown haben und ein Jump Pack, so habe ich ihn ja auch gespielt. Das Modell ist leider noch nicht da. Aber der mit diesen Vanguard Veterans haben den 90er-Trupp rausgenommen, ne? Im Zug 1. Ja. 19 Warrior mal eben flachgelegt, ne? Ja. Ja. Ja, immer mindestens 3. Ja, ich glaube tatsächlich, die Differenz habe ich dann, glaube ich, tatsächlich bei den... Oath of Moment ist super. Also ja, ich habe Oath of... Also erstmal. Du hast die Viertel besser besetzt als ich. Engaged All Front habe ich für 12 gemacht. Ja. Du für 6. Haben wir das mal vergessen? Nee, du hast 2 Runden nicht gescored. Ja, genau, und dann hast du halt Warwick Simplified 10, Wrestle Banner 13, Engaged All Fronts 6, ich habe Engaged All Fronts 12, Out of the Moment 14, lächerlich, und Assassinate habe ich 9 gemacht, ne? Das ist auch richtig solide. Ja, also Out of the Moment finde ich zu stark als Objective, das ist gut. Also muss ich sagen, das ja, ich habe den Siegpunkt am Ende geholt, der mir gefehlt hat, mit ich fall nicht zurück und bestehe Moraltest. Das ist ein bisschen lächerlich, finde ich. Genau, also dass du gar nichts machen musst und kriegst dafür einfach einen Punkt. Ja. Das ist so. Ja, ansonsten, Matchwinner bei mir, der Typ, der in der Mitte überlebt hat. Das ist. Und der hat das Match gewonnen. Bei dir, wer war da dein Matchwinner? Ich muss sagen, es ist dieses Mal echt schwer. Ich kann es nicht wirklich pinpointen. Ich glaube, die Lichtguard. Also, aber auf der anderen Seite, wirklich viel gemacht haben sie auch nicht. Also. Sie sind halt eigentlich nur vorwärts gelatscht, waren unsterblich und haben halt gesagt, schieß doch auf mich, das hast du eigentlich nicht gemacht und am Ende hast du gemerkt, das bringt nichts. Ja. Und das ist also ist eigentlich kein Matchwinner, aber gleichzeitig ich hätte dir in Runde 2 die Charaktere rausgenommen. Das
Theoretisch. Weil in Runde 2 habe ich auch plus 1 zu Wut auf Charaktere. Ich hatte alle Sniper noch am Leben in Runde 2. Ja. Bis auf die, glaube ich. Aber meine Charaktere hätten vollgeschossen und meine 3 Sniper hätten vollgeschossen. Ich glaube, das hätte gereicht, um deinen... Also mindestens mal einen. Ja. Also den Warden auf jeden Fall, denke ich. Weil der hält nicht viel aus. Genau. Also das war schon gut. Ja. Ja, alles in allem, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, aber es war ein cooles Spiel. Super geiles Spiel. Gerne wieder und nächstes Mal hoffentlich mit ein paar Doomstalkern. Ne? Ja, wenn sie endlich ankommen. Ja, die Scorpex, also, hast du ja gesagt. Sie sind scheinbar irgendwo in der Spanien. Die Scorpex da hinten waren nicht so doll, ne? Ich stehe nicht auf die. Ich mag die Modelle nicht. Ich finde sie unterwältigend im Output. Ich finde, sie können nicht viel einstecken. Ich weiß nicht, warum man sie spielen würde. Ja, gut, mit dem minus 1 zu wohl der richtigen Dynastie, wenn du rundherum baust, geht das? Ich meine, meine Dynastie, also die Custom-Dynastie ist ja schon gar nicht schlecht mit dem erstmal 6-2-Move. Also ist ja eigentlich schon mal gut für die. Gut, aber dann kannst du ja schön noch auf Toughness gehen eigentlich, ne? Oder auf Nahkampf-Output auch. Aber dann verlierst du halt das Obsec. Ja, das Obsec finde ich einfach viel stärker. Ist es auch. Also ich würde eventuell auf den 6-2-Move verzichten. Nein, der ist auch schon krass. Aber der ist halt auch super krass und gerade mit den Doomstalkern, wenn die am Anfang sich noch einmal positionieren können, damit sie nächste, auf jeden Fall Runde 1 Starte stehen und schießen können, das ist halt schon sehr, sehr gut. Doomster Arc genauso, ne? Ist schon lächerlich. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie deine nächste Liste aussieht. Vielleicht kommt ja irgendwann mal alles. Wenn und dann kommen, dann habe ich Doomstalker drin. Dann machen wir mal eine richtig harte Liste und dann spielst du mal gegen meine Black Templar oder sowas. Ja. Aber die Ravengard haben mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, man muss sie auch lernen. Ich habe jetzt einfach natürlich nach vorne geschmissen. Ich wollte sehen, was macht. Ich habe natürlich super viele CP verbrannt, das hat mir so ein bisschen, wird mich ein bisschen eingeschränkt, nachher noch Sachen auszuprobieren. Aber es war ein schönes Spiel, ich danke dir, dass du da warst. Ja, ich komme gern wieder. Ja. Das ist einfach jedes Mal cool, das bringt mega Bock. Ja, gut. Coole Nummer, Necrons. Ravengard war das. Ja, genau. Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao.